Cthulhu in Nordborneo. Mit unter mir dem wundervollen Christine May alias Jörg. Oder umgekehrt? Nee, doch umgekehrt. Und umrandet von Carina Montoya und Jamie Moore, Denise und Sabine. Hallo. Ich spüre also, eure Begeisterung. Hi. Das schaltet er hier um in die Partystimmung, ja. Und Herr Singh kommt später, das ist, hoffen wir, oder gleich. Und Yu ist heute diejenige von uns, die einmal aussetzt. Wir sind in Nordborneo. Ihr habt einen Auftrag gekriegt, dort eine Seuche zu analysieren, mit bekämpfen, den gelben Fieber. Und seid mit einem eurer Organisation dort auf dem Weg hin. Der hat einen Virenanalysator gebaut, der heißt Shapiro. Und ihr, ja, seid nach einer Attacke im Flugzeug von irgendwelchen ganz skurrilen Flugviechern wie die Weltmeister gelandet tatsächlich. Und jetzt befindet ihr euch auf einer Militärbasis. Da gab es irgendwas Komisches zu essen. Das hatte von euch zwei hatten es, glaube ich, nicht gegessen und zwei hatten es gegessen. Wer hat das denn gegessen? Oder war es nur ihr zwei? Ach, guck mal, seid ihr auch noch da. Wundervoll. Und genau, dann kam eine Flüchtige aus der Quarantänezone, die wurde erschossen. Und Frau May hat beschlossen, sich das mal näher anzugucken und wurde von einer gelben Pestbeule, die explodierte, getroffen. Deswegen wurde sie jetzt bei der Fahrt in die Quarantänezone, die ansteht, hinten auf den Wagen befördert und soll erstmal niemand zu nahe kommen. Kann Frau May gar nicht verstehen. Ist ja gesund. Ja. Genau, den Analysator nehmt ihr mit und ihr braust los auf dem LKW. Das ist der Stand der Dinge. Nachdem Carina Montoya im Flugzeug irgendwie einen Kopf gekriegt hatte bei den Randalen, ist sie jetzt wieder fit mit eingestiegen. Und ja, ihr zusammen braust los. Das ist tatsächlich ein, ja, wirklich so ein sehr kleiner Weg. Da passt so ein Jeep gerade mal rein. Rechts und links von euch ist der Urwald. Ja, und man hört die Tiere, man hört... Ja, und es geht wirklich auch relativ schnell in diesem Wald den Berg leicht hoch oder ein bisschen steiler. Und dann biegt ihr um eine Ecke. Ihr seid so, ja, lange seid ihr unterwegs? Eine Viertelstunde, 20 Minuten. Da seht ihr tatsächlich in euren Jeeps, es sind ja nur noch zwei Fahrer dabei vom Militär und der Begleiter, seht ihr tatsächlich auf der Seite, da gibt es einen Abschnitt, da sind auf beiden Straßenseiten die Bäume so auf Metern komplett umgeworfen worden. Gibt so eine Schneise im Wald. Aha. Und also die Wurzeln auch so rausgekippt? Ja, richtig. Oder? Ja. Hm. Oh oh. Wir zeigen mal da drauf und fragen, was denn da passiert. Euer Begleiter. Das ist doch egal. Wir haben keine Zeit. Weiter. Das ist doch egal. Ja, wir haben tatsächlich keine Zeit, aber wenn uns da irgendwas überwalzt, dann haben wir erst recht keine. Ja, was soll das denn da sein? Gibt's hier Nashörner? Ich habe keine Ahnung. Also die Spalte ist definitiv zu groß für Nashörner. Ja. Ja gut, dann weiter. Vielleicht was irgendwann mit seinem Bagger durch den Urwald. Ich weiß es nicht. Völlig egal. Weiter, weiter. Ja, völlig egal. Hm. Kann man? Ich horche auf irgendwelche krachenden Bäume, stampfenden Schritte. Ich bin paranoid. Du bist paranoid? Ich denke, der kann ja nicht so super schnell fahren. Kann man an den Bäumen irgendwelche Spuren erkennen, was die umgeworfen hat? Nee, also hier nicht. Also, müsstest du reingehen in den Urwald. Okay. Aber der will ja nicht anhalten. Nee, er guckt auch mies mutig zu Miss Moore. Wollen Sie mir irgendwas sagen? Brech? Wollen wir Zeit verschwenden für irgendwelche umgefallenen Bäume? Ich? Nee, Miss Moore. Nein, Sabine. Ja, ja. Die grummelt nur. Das ist meine einzige Antwort. Ja, da schüttelt er den Kopf.
Damit geknurrt. Ja, und dann kommt ihr tatsächlich zu so einer kleinen Weggabelung. Und diese Weggabelung fällt euch sofort auf und er sagt auch, oh, ja, ah, wir biegen rechts ab. Da ist Kasins Tabakfarm. Da ist eine Zeltstadt. Ist eine medizinische Station. Links, er zeigt den Gang weiter, da sehen Sie das Camp der Prospektoren. Wird, glaube ich, auch belagert von irgendwem. Ja, erstmal sollten wir das Gerät aufbauen, dass ich anfangen kann zu arbeiten. Stimmen Sie mir doch alle zu, oder? In welchem Wagen sitzt er? Im ersten oder im zweiten? Im ersten. Also du hörst ihn. Dann höre ich da gar nichts. Obwohl er brüllt schon. Also er will, dass ihr das auch hört. Ist ja sonst nicht so viel los. Dann machen wir mal. Beeilen soll. Ja, dann beeilen wir uns mal und machen das mal. Mhm. Aber passen gut auf die Umgebung. Okay. Das geht nur so ein paar Meter und dann geht es im Urwald, gibt es wirklich so eine große Fläche. Da gibt es links so ein Haupthaus, das ist wirklich eine Farm. So die ganz klassische, wahrscheinlich in Europa 30, 40 Jahre früher noch gebaut, zweistöckig. Wie so eine Kolonialfarm im Grunde in Amerika, früher auf den Feldern. So steht die hier auch auf den mitten in Borneo. Und davor gibt es, oder ist auch umzäunt das ganze Gelände, gibt es eine riesen Zeltstadt. Bestimmt 50 Zelte und da kauern Verletzte, da kauern arm aussehende Einheimische. Und wenn ihr in der ganz nach rechts guckt, dann seht ihr medizinische Versorgungszelte. Die, wo scheinbar die wirklich Kranken behandelt werden. Okay, da sollten wir dann nicht hin. Und euch kommt sofort entgegen ein Mann, so Mitte 40, hat einen hochwertigen Anzug an, einen Hut mit breiter Krempe, wirklich eine ordentliche, zwar gegelte, aber sehr ordentliche Frisur. Und so auf 2 Meter, als die eure Jeeps anhalten, könnt ihr schon sein Rasierwasser riechen. Was für ein Schnauzbart. Bemühe mich nicht, die Nase zu rümpfen und halte mich im Hintergrund. Ja, und ich schnapp mir hier, euer Begleiter, ich schnapp mir 2 und baue das in einem Zelt auf. Reden Sie doch mit Kasin. Ja, ich schiebe mich mal aus dem Jeep und lächle Kasin an. Mhm. Ah, endlich. Meine Freunde, endlich sind Sie da. Ich habe mich so lange, das Militär hat die Hilfe versprochen und konnte es alleine nicht machen. Endlich sind Sie da. Was brauchen Sie denn? Möchten Sie einen Tee? Ach, wenn Sie das fragen, was ich gerne bräuchte und wovon ich ganz viel von Ihnen erwarte. Sie sollten, aber einen Tee hätte ich trotzdem gerne. Ja, das machen wir. Ich steige vom anderen Wagen runter. Gibt es auch Kaffee? Selbstverständlich, aus eigener Ernte. Oh. Gut. Nun, wie lange wird es dauern, bis Sie die Protestler hier, diese Kranken von meinem Gelände geschafft haben? Ich würde gerne meinen Betrieb wieder aufnehmen und ich kann echt diese ganzen Leute hier, die sterben alle. Und meine Geduld ist wirklich langsam. Sie sollen ja sterben, aber warum auf meinem Land? Das verstehe ich nicht. Verstehen Sie das? Wie kann man nur und wenn sterben? Die ganzen also sowas. Protestler hier. Ich weiß auch nicht, wogegen die protestieren. Überall. Und irgendwas mit diesen Prospektoren oder so. Ja, dann ist das Infektionsrisiko doch für meine Männer und Frauen viel niedriger, als wenn hier so viele Leute sind. Also, machen Sie doch bitte. Bitte. Seit wann haben Sie denn diese Probleme? Ja, die sind hier, ich glaube, vor 2 Tagen aufgetaucht. Diese komischen Protestler. 3 Tage. Ah, oh, die Zeit vergeht. Ja. Und die Krankheit selber? Ist sie auch 3 Tage? Nein, du musst doch schon länger hier sein, oder? Ja, das ist alles jetzt irgendwie, ja. Aber vorher habe ich das nicht bemerkt. Ich kümmere mich gut um meine Menschen, die hier arbeiten. Sie das? Schicken Sie doch mal gerade 3, die helfen, die Maschine abzuladen. Ja. Sehr gut. Ich halte ein bisschen Abstand zu Miss May. Kassierst dafür einen bösen Blick. Miss May, was raten Sie uns denn als Vorsichtsmaßnahme vor den Infizierten?
Mundschutz. Bücher vor dem... Ja, Mundschutz. Hast du einen auf? Ich? Jetzt? Ja. Ich habe mittlerweile, während ich hinten auf dem LKW saß, ja, habe ich mir einen improvisiert. Aber ich glaube, wir haben alle Halstücher oder so. Das ist, glaube ich, Standard. Ja. Ja. Genau, Halstuch für den Mund. Allein schon wegen der Moskitos. Ja, also ich verlasse mich auf Sie. Genau. Irgendwo sind Sie auch bei den Prospektoren da draußen, da wird auch protestiert. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Sage ich ehrlich, interessiert mich nicht. Profit. Er muss wieder her, sonst bin ich pleite. Gibt es ein leeres Zelt, wo wir die Maschine unterstellen können? Ja, habe ich vorbereitet. Ah, sehr gut. Danke. Dann vorsichtig, ihr zwei da jetzt, ne, tragen. Während die sich darum kümmern, fasse ich Kasin so am Arm und sage, na, wo ist das wo ist der Tee? Ja, wird gleich vor dem Haus auf dem, sehen Sie diese wunderschönen Schwingbänke, mich selbst anfertigen lassen. Da können Sie gleich ein bisschen sich kurz ausruhen. Währenddessen ruft... Setz mich da drauf. Währenddessen wollte gerade Quentin Shapiro, aber er weiß nicht, ob er Montoya noch erreicht. Hey, Miss Montoya, Miss Mai, Miss Moore, Herr Singh. Aha. Ich werde jetzt diese Proben sammeln. Ach, kommen Sie doch mal näher ran. Bitte. Geh näher ran. Ich werde jetzt diese Proben sammeln. Ja. Und analysieren. Das dauert ein bisschen. Und ja. Ich wäre Ihnen wirklich sehr, sehr, sehr verbunden, wenn Sie sich hier und vielleicht bei den Prospektoren mal ein bisschen umhören können. Vielleicht auch ein bisschen sich die Gegend angucken und irgendwelche Hinweise finden, ob das hier wirklich eine Krankheit ist, die nicht von dieser Erde kommt, sagen wir mal. Wir brauchen Beweise. Deswegen sind Sie auch hier. Also, meinetwegen kann Miss Montoya da hinten sich kurz ihren Tee trinken, aber denken Sie dran, noch. Es sind nur noch, ja, 19 Stunden ungefähr. Ja, das hatte ich sowieso vor, mal durch das Camp zu laufen. Ja, was haltet ihr davon, wenn wir mal direkt zu den Prospektoren gehen? Ich könnte mir nicht vorstellen, die haben irgendwas gefunden, was man vielleicht besser nicht hätte finden sollen. Ja, das kann natürlich sein. Also ich wollte eigentlich durch das Camp schlendern und mal schauen, ob mir irgendwas auffällt, bevor ich ganz plump zu den Leuten hingehe und sage, ey du, was da passiert. Also tatsächlich... Sind die Prospektoren in demselben Lager? Nein, nein, nein. Das wäre die Abzweigung in die andere Richtung gewesen. Da müssen wir hin, also glaube ich. Also tatsächlich fällt jetzt hier erstmal eins auf. Wenn du an den Rand guckst, Richtung Wald, da siehst du tatsächlich ein Graben, der ungefähr 10 Meter lang ist, vielleicht 15, und der mittlerweile überquillt. Es ist nur noch ein loses Tuch drüber vor Leichen. Oh, na. Oh, ja, also... Nicht weit weg vom Camp, vielleicht so 10 Meter, also der... Wird hier ordentlich gekalkt? Ist der Kasim noch dabei? Nee, der Quentin. Nee, der ist in sein Zelt gelaufen. Ist der Kasim dabei? Ja, Kasim. Kasim. Kasim, ist das denn hier... Nee, damit habe ich nichts zu tun, er geht weg. Ja, aber hallo, das muss ordentlich hier gemacht werden. Kümmern Sie sich, das ist Ihre Aufgabe. Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Man hat mir nur die besten Ärzte und Entscheidungsträger versprochen. Ja. Also ich gehe mal zu diesem Teestand. Ja. Irgendwer muss den Tee ja da aus. Ja, da steht jemand, ein Diener, der dann sofort einen Knicks macht. Und spricht der Englisch? Oder? Also kann ich mich mit ihm verständigen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Die wollen ja ihren Herrn auch verstehen. Ja. Also er arbeitet für den Kasin? Ja. Sag mal, wogegen protestieren denn diese Tiere? Sie sind alle sehr abergläubisch, wissen Sie? Irgendetwas mit dem Geist des Berges. Ich bin da ein bisschen moderner. Hat man irgendwie hier den Geist der Ahnen, den Geist des Berges irgendwie gestört? Weiß ich nicht, sagen Sie, ja. Irgendwas mit den Prospektoren, aber ich weiß es nicht. Ich kann wie weit kann man da hinlaufen zu diesen Prospektoren? Ja, das sind vielleicht 200 Meter die Straße lang. Das können Sie schaffen. Es gibt hier gerade wenig wilde Tiere. Ah, oh,
Also, wenn sie nicht bewaffnet sind, kann man doch, das auch. Doch. Ah, dann auf jeden Fall. Ich nippe meinen Tee und trinke den erstmal zu Ende. Und nehme mir vor, dann dahin zu laufen, mit den anderen. Ich laufe weiter durchs Camp und schau mal in die Zelte. So, Linz. Hast du Psychologie? Ich? Ja. Mit 10. Ja, ich, ja, theoretisch, probier's. Ist ja. Moment. Nope. Ne, fast. Nee, dir fällt nur auf, es gibt halt, hier hilft jeder, der noch halbwegs gerade gehen kann. Ne? Das ist ein kleiner Junge, der irgendwie Wasser aus dem Brunnen schöpft. Irgendwelche Frauen und auch Männer, denen es wirklich schon schlecht geht, aber sich halt noch auf den Beinen halten können. Das heißt, sie sind noch nicht im Krankenlager. Alle helfen irgendwie, viele liegen schon. Und ja, wenn du, weiß nicht, ob du jemanden ansprechen willst oder nicht, also was dann, oder ob du einfach wirklich nur guckst. Erstmal gucke ich nur und wenn mir dann nichts auffällt, also nichts, was uns nützt, dann spreche ich mal einen an oder eine, frag mal, ob die Englisch spricht und frag mal, wir sind erst jetzt hierher gekommen, erzähl mal ein bisschen was über die, was passiert hier. Wir würden gerne helfen. Wie können wir helfen? Geist des Berges ist wild. Es ist Prospektoren da hinten machen böse Sachen, sagen wir. Die müssen den Geist des Berges aufgeschreckt haben und wir müssen sie vertreiben. Ihr müsst sie vertreiben, nicht uns hier wegbringen. Ihr müsst uns helfen. Ihr müsst die Geister beruhigen. Dann wird alles wieder gut. Du siehst ja, ich komme nicht von hier. Erzähl mir etwas über den Geist des Berges. Er ist immer ruhig. Seit 400 Jahren hat man nichts gehört vom Geist des Berges. Aber seit wenigen Wochen, Tagen, es ist alles anders, wissen Sie? Wie soll ich das beschreiben? Es ist sehr viel passiert. Es gab einen großen Wachstum der Pflanzen und kurz danach ist alles verdorrt an vielen Orten. Seit sie hier sind, es sind komische Früchte gewachsen aus dem Nichts, die es hier nie vorher gab. Und diese Krankheit ist gekommen. Ja. Auch seltsame Tiere, die nicht hierher gehören? Nicht nur Früchte, auch Tiere? Es gibt Berichte, tatsächlich. Aber ich habe selbst nichts gesehen. Aber ich glaube, bei den... ich glaube, ist gestorben. Vielleicht finden Sie bei den Prospektoren noch jemand, der fit genug war und das gesehen hat. Dann müssen wir zu den Prospektoren. Danke, wir versuchen zu helfen. Wir tun, was wir können. Gerne, gerne. Ich wandere mal langsam zurück zu meinen Leuten. Ich mache in der Zwischenzeit auch einige Dinge. Ja, was? Ich beaufsichtige die ordnungsgemäße Aufstellung der Maschine. Gucke, dass die Maschine läuft auch. Und dann nehme ich mir mit einer Spritze ziehe ich mir Blut und analysiere das bereits. Einfach nur völlig uneigennützig, um zu gucken, ob sie denn auch geht. Dein Blut. Ja, das dauert. Also der wird auch sagen, Moment, was tun Sie? Das ist alles. Das Blut der Infizierten geht eindeutig vor. Das ist ein Test. Das ist nur ein Test. Nein. Doch. Nein. Hallo? Ihre Rolle hier ist klar verteilt. Ich bin hier die Aufsicht. Und ich entscheide, ob die Maschine auch richtig funktioniert. Keine Widerrede. Setzen Sie sich gefälligst hin. Und seien Sie ruhig. Ich war noch gar nicht weiter. Ja, ich weiß, da hast du, glaube ich, 5 insofern. Überzeugen habe ich 10. So. Oh. Nee, überreden hast du 10. Überzeugen hast du 5. Okay, na toll. Wer hätte denn das gedacht? Ah, mit Glück? Besser nicht. Zu viel. Ist gut. Ne? Okay.
Nee, sie gehen jetzt ins Camp und kümmern sich. Ich habe die erste Blutprobe genommen. Ich kümmere mich auch. Verstehen wir uns? Ich werde dann mich um die um ihren unprofessionell aufgestichteten Leichenberg mal kurz kümmern. Damit habe ich doch nichts zu tun. Ich bin auch gerade hier erst gekommen. Ah. Ich denke mir, bitte? So, Gott, hoffentlich geht das gut hier. Dann gehe ich zu den anderen. Ist mit mir zu blöd. Ja, ihr trefft euch. Ja. Und? Irgendwas Besonderes hier? Sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus, also außer diesen Unzulänglichkeiten. Also die Arbeiter hier erzählen etwas vom Geist des Berges und dass die Prospektoren irgendetwas gestört haben und seitdem geht hier alles schief. Miss Montoya, habt ihr schon rausgekriegt, was hier gestürft wird? Nein, noch nicht. Das ist, glaube ich, die Kernfrage, oder? Oder wo sie schürfen. Lasst uns doch einfach mal rübergehen. Genau. Ja, und Miss May, halten Sie ein bisschen mehr Abstand. Ja, doch. Lass uns doch, also er hat gesagt, 200 Meter die Straße runter sei das Camp der Prospektoren. Ich denke. Uns passiert nichts, ich tätschle meine Maschinenpistole. Die Maschinenpistole an, verdreh die Augen und macht, ja. Herrlich. Ja, los. Ja. Wir sind auf dem Weg 200 Meter die Straße entlang. Okay. Genau, weil ich denke, da kriegen wir eher was raus. Ja. Das Camp ist mit einem Maschendrahtzaun umgeben, aber es wird tatsächlich von Protestierenden umgeben, die den Weg blockiert haben. Also es kommt niemand raus und rein. Ist auch ein Tor zu. Die Protestierenden, sind das, sag ich mal, richtig Eingeborene? Ja. Oder tragen die schon westliche Kleidung? Nein, die haben schon irgendwie Kleidung an, aber sehr, ja, ich würde jetzt eher sagen arm, ne? Ja. Ja, aber keine irgendwie Stämme keine oder so. Nein. Okay. Das Camp ist so ein Hufeisen, improvisiert eher, so eine Hufeisenform angelegt. Man sieht tatsächlich eine Lazaretthütte und zwei Ford Modell A Lastwagen befinden sich auf der Lichtung. Ja. Und von denen, die da vor euch sind, die das quasi blockieren, da sieht man gerade einen Kotzen. Einer sitzt in der Ecke am Waldrand und hat ordentlich Schiss. Einige haben leicht Fieber. Also die geht es auch nicht allen gut, die da sind. Okay. Mein Mundtuch auf jeden Fall. Ja. Das Mundtuch noch mal ein bisschen enger. Kommen wir denn in den Torbereich oder ist das da alles voll mit Leuten? In welchem Bereich? Tor. Die gucken euch an und. Ne, nicht ihn. Es sind böse Menschen. Vertreiben. Ja, genau. Wir versuchen die zu vertreiben. Los, wir gehen da jetzt durch. Ja, wir wollen helfen. Ich würde mal meine Waffe so ein Stück heben, damit die uns ein bisschen Platz machen. So einfach respektmäßig. Oh, das ist man teuer. Jetzt. Gleich provozieren. Geh doch nur durch. Ja. Ohne, dass die 2 Meter neben mir stehen. Okay, können wir uns da durchquetschen oder machen die Platz? Ja, machen Platz und dann seht ihr aber auch am Haupttor das von diesen Prospektoren. Das ist halt eine Gruppe tatsächlich irgendwelcher westlicher Bergforscher, die wahrscheinlich irgendeine Mine suchen oder irgendwas anderes. Die stehen an, das Tor ist verschlossen von innen mit einer Kette und die stehen da mit Gewehren. Hallo, lassen Sie uns durch. Wir wollen zu Ihrem. Wir sind Ärzte. Eine der Wachen sieht auch wirklich sehr bleich aus. Wir wollen Ihnen helfen. Sie sagt nur die bleiche Wache. Hol Richard. Und der andere läuft los. Wir holen unseren Boss. Ja, genau, da bitten wir auch drum. Lass mich mal mit ihm reden. Ja, und dann kommt ein ca. 40-Jähriger, sehr dreckige Haut, dreckige, verfilzte Haare, so schwarz bis zum Schultern, hat irgendeinen riesen Panama-Hut auf, eine Brille, die Gläser sind aber komplett dreckig, der Brille. Ihr wundert euch, dass ihr überhaupt was sehen kann. Und er trägt einen völlig zerknitterten Anzug, ist verschwitzt, rotgesichtig. Ja, endlich können Sie diese Leute entfernen, dass wir hier weg können. Ja, genau, haben also, wir schon gerade. Nee, dass wir arbeiten können.
Ja. Wir sind schon dabei, aber wir würden gerne vorher ein Gespräch mit Ihnen führen. Ganz kurz. Können wir uns irgendwo hinsetzen? Ja. Können wir erstmal reinkommen? Jeremy, mach die Tür auf. Der bleiche Mann holt irgendeinen Schlüssel, wankt zur Tür, versucht dieses Schloss zu treffen. Das dauert so 5 Sekunden, dann macht er den Schlüssel rein, dann seht ihr schon, macht er die Tür auf. Steht also vor euch, in dem Moment merkt ihr schon. Oh Gott, ich möchte Abstand! Ja, Abstand, wir springen. Und, ja, ich springe auch weg. Oh ja, Gott. Und das ist wirklich, also sowas habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen. Der kotzt quasi einen Riesenschwall aus mit irgendwie, das stinkt so erbärmlich, das ist eine Menge, das denkt ihr gar nicht. Das müssen seine verflüssigten Organe sein, die er da gerade auskotzt. Und dann sinkt er quasi auch sofort zu Boden und liegt. Oh Gott! Ist tot, oder was? Oder bewegt er sich noch? Oh, nee, der ist tot. Was war das? Oh. Oh. Ich guck zu unserer Ärztin. Ja. Oh. Aber es ist so gut, dass ich... Miss Jamie, da kann ich jetzt nicht mehr helfen. Es ist so gut, dass Sie hier sind. Endlich ist die Quarantäne aufgehoben. Ich werde sofort alle in die Laster befördern. Und die Quarantäne wird überhaupt nicht aufgehoben. Was sagen Sie da bitte? Nein, da müssen wir erstmal einmal drüber verhandeln. Zeig auf die Leiche. Quarantäne aufgehoben? Wovon träumen Sie nachts? Er hat mir gesagt, wenn Hilfe kommt, gibt es ein Heilmittel. Sie sind hier. Ja, natürlich. Ja, wir sind doch gerade dabei, eines zu erforschen. Ein Heilmittel zu erforschen. Aber die Quarantäne ist noch nicht aufgehoben. Guter Mann, Sie müssen uns erstmal ein paar Informationen geben. Moment. Sie haben keinerlei Befugnis zu evakuieren und trauen sich hier aufzutauchen. Verstehe ich das richtig? Wir sind mit einer Gruppe von Leuten gekommen, die hier helfen werden. Und wir wurden hierher geschickt, um Informationen für Sie zu sammeln. Wenn Sie uns die nicht geben, können wir nicht helfen. Dann müssen wir wieder gehen, dann bleiben Sie hier drin. Er wird noch röter. Ich arbeite, Madame, für die NBCC. Wissen Sie, was das für eine große Firma ist? Und diese Firma, mit der ist nicht zu spaßen. Hören Sie, evakuieren Sie uns jetzt. Nein, das geht nicht. Niemand hier aus dieser Firma? Hm? Was hast du gesagt? Ich sehe niemand, der mit dem nicht zu spaßen ist aus dieser Firma hier. Wir haben weltweit Einfluss, verstehen Sie das, Miss, wie immer Sie auch heißen. Echt? Ja, wenn Sie Hilfe versprochen. Lernen, sich uns Hilfe. Vorzustellen. Und dann kommen Hilfe. Sie. Richard Clement. Entschuldigung. Ich bin aufgebracht. Er schwitzt fürchterlich. Oh. Wollen Sie sich gleich auch zu Tode kotzen oder wie? Jetzt setzen Sie sich hin und haben Geduld. Ja, beruhigen Sie sich doch jetzt erstmal. Soll ich Ihnen was geben, dass Sie sich ein bisschen beruhigen? Wir stehen immer noch im offenen Tor rum. Richtig. Jetzt lassen Sie doch das Tor schließen, Mensch. Wir sind hier 30 Mann und wir wollen und müssen hier raus. Verstehen Sie das? 29, Entschuldigung. Sie kommen erst hier raus, wenn das Gegenmittel erforscht ist. Genau, und wenn Sie uns jetzt helfen, wird diese Zeit kürzer werden. Richtig. Das kann auch Tage dauern. Nein, kann nicht Tage dauern. Es handelt sich um Stunden und diese Stunden werden weniger, wenn Sie uns jetzt verdammt nochmal helfen. Ich brülle ihn an. Ja, mach mal überzeugen und oder irgendwas. Es gibt ja noch, warte, du kannst noch... Einschüchtern. Nee, gibt's hier nicht, glaube ich. Einschüchtern bin ich nicht so gut. Ich bin zu klein dafür wahrscheinlich. Ja, überzeugen, was du möchtest. Überreden bin ich besser. Überreden, so wie du gerade geschrien hast, überredest du leider nicht. Okay, dann probiere ich einschüchtern. Da hab ich bei beidem nicht viel. Nö. Dann mache ich halt einfach nur, so ist Rumpelstilzchen. So nicht. Er guckt zu Miss Mai. Haben Sie irgendwas mit Vitaminen zumindest? Ja, natürlich. Jetzt setzen Sie sich hin, Mensch. Ja, und lassen das Tor zu machen. Ich murmel Miss Mai zu, gib ihm irgendeine Pille und sag, das hilft. Genau. Das war mein Plan, ja. Dann mach du mal überzeugen. Wer, ich? Ja. Oh. Was? Ihr seid zwischenmenschlich alle nicht so gut, ne? Nicht eure Stärke. Oh, hast ja auch Miss Mai, hat ja auch gar nichts da. Aber überzeugen. 10 habe ich, ja, super. Ja. Nein?
Nichts wird gut. Doch, also ich, okay. Jetzt gebe ich auf, mich von ihm auf Abstand zu halten, was er die ganze Zeit versucht hat, in meiner Panik mich anzustecken. Mach einen Schritt auf ihn zu, guck ihm, ja, halt einen kleinen Schritt auf ihn zu, guck ihm mal so in die Augen, fasse seine Hände an, sag, beruhigen Sie sich. Wir haben ein Medikament dabei, was Ihnen helfen wird. Wir müssen aber Informationen bekommen, um Ihnen richtig zu helfen. So. Jetzt lassen Sie uns mal kurz hinsetzen und in Ruhe reden. Das kostet uns vielleicht 10 Minuten von Ihrer kostbaren Zeit. Genau, die ist kostbar. Und 10 Minuten, mach mal einen Überredenwurf. Kann ich nicht Charme machen? Ja, ja, bitte. Ja, natürlich. Okay. Also, ich würfel auf W100, ne? Nee, du hast doch... Ach so, hast du nicht Charme? Ach so, ich muss da draufklicken. Entschuldigung. Ja, hast du Glück gehabt. Ganz normale, reguläre Probe? Ja. Ach du Scheiße. Ich hielt dich immer für charmant. Aber du hast 70%. Boah. 90. Der Schwede. Okay, ich glaube, ihr mögt... Passen Sie auf. Gucken Sie sich meinetwegen um. Machen Sie meinetwegen einen Plan. Aber wenn Sie nicht in einer Stunde mir irgendeine Lösung hier zeigen, rufe ich meine Vorgesetzten an und die werden ihre Vorgesetzten anrufen. Und wir kriegen... Oh, er stapft weg. Und schmeißt die Vitaminpillen in den Dreck. Ich heb die auf, so, wenn sie nicht völlig verdreckt sind. Ach, der ist bestimmt auch bald hinüber. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, wir sollten hier nicht sofort gehen, sondern wir sollten hier irgendeinen von den Arbeitern kurz befragen. Wir müssen mal gucken, was die hier überhaupt getan haben. Ja, genau. Steht da einer von den Leuten, die jetzt die Szene beobachtet haben? Bin nicht verdreckt. Gut, ich heb's auf, pack sie wieder ein. Ja, der eine Wärter ist noch da. Ja. Hey du, komm doch mal gerade rüber. Hey, sie heißt das. Ja. Ja, sie dürfen Miss May zu mir sagen. Miss May. Ja. Tatsächlich, sagen Sie doch mal, Ihr Chef ist ganz schön aufgebracht und wir wollen Ihnen wirklich helfen. Wir sitzen hier seit Tagen fest. Wir wollen Ihnen doch wirklich jetzt helfen. Nur gucken Sie, wie es denen da geht. Der schaltet schon seit einer Stunde da alles zu. Ich weiß, wir sind dran, aber helfen Sie uns doch einmal kurz, indem Sie kurz sagen, wie lange gibt es dieses Lager und was genau... Wir sind hier schon seit Wochen. Seit Wochen und was genau wird hier geschürft? Ja, wir haben noch gar nichts richtig. Es gibt die Vermutung, dass es hier reichhaltige Kupfervorkommen gibt in der Gegend. Mhm. Und da waren Sie an diesem Berg auch? Richtig. Aber jetzt mal im Ernst. Gab es da irgendwelche Tempel oder sowas, was Sie vielleicht beobachtet haben? Tempel, nein. Aber im Ernst, machen Sie es doch einfach so, wie man es normalerweise macht. Alle Infizierten an einen Ort und dann werden die schon alle dahin sterben. Und dann ist diese Seuche auch vorbei. Sie wissen, dass Sie die ganze Zeit hier mit Ihrem kranken Kollegen zusammen waren, ja? Ist Ihnen schon bewusst? Er wird bleich. Scheiße. Ja, genau. Ja. Die Bäume, diese Bäume da. Wer hat denn die Bäume an ihn umgeworfen? Oder was? Bäume? Wir sind hier seit Tagen gefangen. Als wir zuletzt diese Straße genommen haben, waren alle Bäume Bäume. Hat es sowas wie Erdbeben gegeben? Nein. Aber ganz unter uns, scheint ein bisschen Vertrauen. Es gibt da hinten, gehen Sie mal ans hintere Ende. Auch wir sind längst nicht von dieser Seuche verschont geblieben bisher. Wie viele Tote? Viele. 10. Wir waren mal 40. Das heißt, ein Viertel von uns hatte schon erwischt. Auch wir haben ein Krankenzelt. Und dass die Krankheit trat auf, als sie den Berg untersucht haben. Oder vorher schon? Nein, erst mit diesen Wilden hier. Wir haben damit nichts zu tun. Fangen Sie nicht auch noch damit an. Wer ist denn, wieso auch noch? Wer war der, ist denn noch damit? Außer, also die Protestierenden, oder? Ja, oder die sagen, wir sind schuld. Irgendwas mit dem Berg. Die haben noch Sind sie vielleicht auf irgendwelche... Arschoffen.
Ja, arschoffen. Sind sie vielleicht auf irgendwelche Gase gestoßen oder irgendetwas? Gase? Nein. Wir haben ein paar Probebohrungen gemacht, aber wir sind nur ein paar Meter tief in den Berg. 2, 3. Haben nichts gefunden bisher. Wir wollten eigentlich weitermachen, ganz normal. Wir haben uns erstmal die Gegend angeguckt. Was denken alle, dass wir hier irgendwelche Seuchen aus der Erde? Seuchen werden von Menschen übertragen und nicht aus irgendwelchen. Wie war das denn bei ihrem ersten, bei dem ersten Menschen, der hier gestorben ist? Gab es da denn irgendetwas Auffälliges? Irgendwie, der hatte die Krankheit dann vom Berg oder hatte der sich eingelassen mit Eingeborenen? Wie ist er da überhaupt da dran gekommen? Wir hatten schon Kontakt zuerst. Wir haben natürlich mit ihm verhandelt. Wir wollten hier raus. Mhm. Scheiße. Und, ja. Aber ich kann Ihnen sagen, also nach 24 Stunden geht es mit der Scheißerei los und nach 48 sind Sie fast tot. Also passen Sie auf. Ja, danke für den Hinweis. Aber 48 Stunden. Ja, haben wir gerade. Ja, ist das sowieso egal. Gut. Gar nicht so gut. Hallo, Tom. Hallo, Torben. Hallo, Torben. Hallo. Also, während die reden, du das hörst mit den Leichen, will Jaya da zu dem Friedhof nach hinten mal gehen. Will ich? Hm? Ja. Will ich? Weiß ich nicht. Hast du eben gesagt, dass du das... Achso, ja. Ich weiß es nicht. Ja. Musst du ja, nicht. Doch. Ja. Ich dachte, wir nehmen Proben. Ja. Und ich muss aber sagen, je länger wir hier sind, desto mehr beschleicht mich das Gefühl, dass diese Bombe vielleicht gar nicht so schlecht als Alternative ist, indem sie hier alles wegbrennt. Ich glaube, Sie haben das mit der modernen Medizin noch nicht richtig verstanden. Ich bin gespannt, wie Sie das machen, Miss May. Forschung ist alles. Ja, aber wir haben nur noch 18,5 Stunden oder 17. Ja, wir sollten auch jetzt langsam wieder zurückgehen ins Lager und dann wirklich mit der Arbeit anfangen. Sie sind doch die Ärzte. Wollen Sie nicht Proben nehmen? Wir haben da drüben zig Kranke. Aber gut, wir können auch hier eine Probe nehmen. Wer weiß. Ja. Das machen wir am besten von der armen Seele da am Tor. Da liegt alles offen. Die Protestierenden draußen, sehen die alle krank aus? Fast alle. Fast alle? Ja. Scheiße. Ich suche mal einen aus, der nicht ganz so krank aussieht. Also wenn wir rausgehen. Ja. Also jetzt noch, also ja, okay, also noch nicht. Ja. Ja, was? Du nimmst eine Probe davor am Tor? Ja, genau. Mit dann, so einem, aber, Gummihandschuhe und Reagenzglas. Warte, da kommen aber zwei mit Atemschutzmasken in Kitteln. Können wir ihn bitte erst in ein Grab legen, dass er hier nicht so rumliegt? Ja. Atemschutzmasken? Ich will auch Atemschutzmasken. Es gibt Atemschutzmasken. Wieso sagt uns das keiner? Nur für das medizinische Personal. Sie heben den hoch. Toll. Hier, ich! Ja. Nee, gehören diese Leute jetzt zu unseren? Nein, zu den Prospektoren. Zu den Prospektoren, ja. So, die gehen nach hinten an diesen Zelten vorbei und dann seht ihr auch, da ist richtig so ein kleiner Friedhof errichtet worden. Na gut, ich gehe dann erstmal mit oder wir gehen alle da mit. Und ja, dann wir gehen erstmal alle mit. 10 behelfsmäßige Kreuze sind da aufgestellt und auch richtig begraben worden, die Leute hier. Mhm. Ihr dürft. Ich bin ja Natur. Rede erstmal du. Nee, erstmal du. Ich bin ja Naturwissenschaftler. Ja. Ich wollte nur fragen, ob ich wissen kann, ob Kupferbau schlimme Dinge. Das hatte ich ja schon also gefragt, ob die irgendwelche giftigen Geschichten ausgegraben haben. Na gut, würfel mal drauf. Was denn? Chemie, Geologie, Physik. Geologie. Zur Hölle, mein Schlechtestes. Was ist vorgeschlagen? Warum geht es nicht? Zur Hölle. Hm? Klicken. Jetzt. Ja, ich kann. Oh. Naja, die haben ja gesagt, sie haben nur so 3-4 Meter überhaupt in die Berge reingeguckt, weiß ich noch gar nicht. Ja. Und da würdest du jetzt sagen, nein, da kann eigentlich jetzt nichts große Seuche ausgebrochen sein oder so. Nein, kannst du für dich. Aber es ist sagen. Schon ungesund mit Kupfer, glaube ich, oder? Kann ja, Kupfer, nein. Keine Ahnung. Kupfer ist doch nicht ungesund. Ach, Quatsch. Mit viel zu großer Menge. Ist alles ungesund. Aber das ist ja noch im Stein sozusagen. Ja. So, alle mal bitte Verborgenes erkennen. Jetzt kommt wieder ihr. Ach, Mist.
Oha. Ach, Carina, die Punktlandung des Tages. Aber einer fehlt noch, oder? Einer fehlt noch. Wer fehlt denn noch? Jamie. Jamie fehlt, ja. Du bist gemutet. Nee, ich suche noch. Ja. Und das V. Hast du es nicht? Ach, da, da unten. Ja, doch. Okay. Das sind ja da C. Also, er schmeißt das in Grab Nummer 11. Und da ist auch so ein Hügel daneben. Aber daneben sind ja 10 Gräber. Und ein frisches Grab ist ja nun mal oft so oder in der Regel, dass es so ein bisschen aufgetürmt ist, die Erde. Ja. Hier ist genau das Gegenteil der Fall. Die sind leicht abgesackt. Alle 10 Gräber. Das heißt, die Leichen haben sich aufgelöst. Leicht? Also volumentechnisch im Sinne eines Körpers oder Sarges? Nee, im Moment Särge haben die hier nicht. Nee. Also im Sinne von einem so Körper so ne? Oder mehr? Nee, es könnte, wenn du das so anguckst, könnte es gut sein, dass der Körper komplett also in der Masse Kultur weg ist. Ich würde die Kultur nur danach gucken. Ne? Also, genau, den Leichen. Ich spreche den Leichen. Ihr wart ja auch im Zelt, ihr habt ja ein bisschen das erfahren, dass die Leichen sich komplett verflüssigen, das hat euch keiner erzählt. Nee. Also das war kein Anzeichen der Krankheit, dass Körper sich auflösen. Ich spreche einen von den beiden Männern mit der Maske an. Was? Ist euch das aufgefallen, dass die Gräber einsinken? Halt der Boden. Nein. Habt ihr... Bin doch... Bei allen! Ja, deswegen ja. Wie wäre es, wenn wir da einmal kurz nachschauen wenigstens? Rein naturwissenschaftlich betrachtet, natürlich. Wie tief liegen die denn? Ja. Nicht tief. Meter? Ja, dann. Wir sehen das andere Grab. Ja gut, damit grab ich selber, wenn das... Nein, hier, ich gebe das dem Mann. Wir sind ja schließlich 1933. Graben Sie mal, Herr Singh. Mittelalter Herr, aber gut. Na gut. Ich lehne mich zurück und schaue mir an, wie er gräbt. Aber sobald ich auf einen... Warte, waren die in Säcken vergraben oder so? Was? Oder einfach so? Waren die einfach so vergraben? Einfach so. Oh wei. Ich grabe so, dass ich möglichst in der Mitte rankomme, damit ich also möglichst irgendwas erwische, was Kleidung bedeckt hat. Mhm. Und ich binde mir irgendwas vor den Mund. Haben wir alle. Wir haben alle Tücher und Masken, also Tücher auf. Mhm. Hatte nicht jemand Alkohol? Wollen Sie... Nein, ich darf es nicht. Sie könnten hier ein bisschen was auf die Binde tippen, damit ich das... Hinter die Binde kippen. Nein, verstehe. Nein. Nur 2-3 Tröpfchen. Ja, komm hier. Tipp, tipp. Oh, okay. Der gute Single Malt. Okay, sowas. Man soll der Menschheit Gutes tun, sag ich. Und ja, jetzt. Du sagst bald gar nichts mehr, weil du feststellst, dass bei dieser Luftfeuchtigkeit, dieser Temperatur ein Grab ausgraben. Ich bin Inder. Ich kenne das. Ja. Das ist trotzdem anstrengend. Ja. Super also, Vorteil. Ja. Und. Dann merkst du relativ schnell, da wo was sein sollte, ist nichts. Gräbst noch ein bisschen weiter und dann siehst du aber so schräg runter, gibt es ein Loch in diesem Grab, was da rausführt, so dass du durchklettern könntest. Was? Also nicht stehend, also krabbeln. Das ist ein Loch so groß, dass ein Mensch da durchkrabbeln könnte. Ich habe eine ganz wilde Theorie. Das hatten wir doch schon. Erinnern Sie sich alle? Ich weiß nicht, was ich sagen möchte, aber was denn? Das war doch an diesem Tempel, da war doch auch irgendwie, da wo die Schlange da so, da war doch auch so ein Schlangenloch. Vielleicht ja, aber hier sieht es eher so aus, als seien die Leichen lebendig geworden, hätten sich nach unten gegraben. Was echt ekelhaft ist. Gibt es Grabspuren oder nicht? Gibt es Grabspuren? Also Graben. Mit den Händen, Fingern, Fingerspuren? Die Frage ist nämlich, hat irgendetwas die Dinger geholt? Ah, oder ja. Oder sind sie selber weg? So ganz langsam greife ich meine Maschinenpistole fester. Das, kann man das nachforschen? Gibt's nachforschen? Das ist eklig! Ja, da müsstest du wahrscheinlich verborgenes Erkennen machen, ne? Klassiker. Ich beug mich auch vor, versuch's zu sehen. Ich hab keine Ahnung, ist Erde. Der Licht. Bemerkt bei der Erde. Aber ich vielleicht. Ja. Moment, bin wieder am Suchen. Krieg's wieder nicht gebacken. Ach, ja. Ja, komm, ich mach's. Nee, ich krieg's auch nicht gebacken. Ich mach das auch jetzt. Schadet ja nicht. Nein, ja, okay, ihr alle guckt so um das Loch und genau. Carina, oh,
mit dem Kopf rein. Oh nein! Oh, und da entdeckst du tatsächlich so Spuren, die so wirkt, als wäre dieser Tunnel von der anderen Seite gegraben worden. Nein, irgendwer hat die von unten da rausgezogen. Ist ja noch ekelhafter. Die Echsenwesen, von denen sie uns erzählen. Miss Montoya, jetzt wird's aber hier ein bisschen abgedreht. Das ist ja wohl... Das glaube ich Ihnen jetzt nicht. Guck doch mal nicht. Da an dieser Stelle. Das sieht doch so aus, als hätte jemand von das unten... Passt doch zusammen. Ja, was heißt abgedreht? Wir sind doch genau da deswegen angestellt worden. Und Miss May, gehen Sie nicht so nah an mich ran. Wieso? Was ist mit Miss May? Sie hat diese Infizierte und wurde da, so angehört. Das sah nur so aus. Mir geht's gut. Mhm. Noch. Noch. Ich wusste nicht. Tatsächlich, das sieht wirklich so aus. Aber es ist jetzt aber schon ein bisschen arg merkwürdig hier. Es hieß ja, die Echsen leben unter der Erde. Das war doch ein Märchen. Das haben sie doch nicht eine Minute geglaubt. Diese Geschichte. Ich würde das nicht glauben, aber jemand, der so viel Technologie und so viel Geldmittel besitzt, ich meine, die werden doch nicht so einem Hirngespinst nachjagen. Eben. Außerdem soll man aufgeschlossen sein über den Dingen zwischen Himmel und Erde und unter der Erde. Vielleicht mal. Stand sowas in diesen Büchern, die wir gelesen haben? Das stimmt, was stand in diesen Büchern? Da stand sowas. Da stand sowas drin. Ich habe Gänze durchgeackert, ja. Das stimmt, aber ich habe es auch komplett durchgelesen, aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Tja, meine Damen, die Frage ist, gehen wir da jetzt runter? Was? Nein. Herr Singh. Ja, aber... Wie sollen wir es denn sonst rausfinden? Oder wir lassen die Bombe hochgehen und dann... Nein! Ja, und diese ganzen Menschenleben? Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst. Ja, aber was gibt es denn für Alternativen? Wir suchen jetzt hier verflixt ein Heilmittel und das finden wir offenbar jetzt nicht in diesem Lager, sondern wir müssen rüber und müssen endlich mit den Analysen anfangen. Aber dann gehen Sie halt rüber und fangen mit den Analysen an und wir schauen hier weiter. Aber wissenschaftlich betrachtet ist es doch Irrsinn. Und wenn Ihnen was passiert, das kann ich ja auch nicht verantworten. Ein Mittel zu herzustellen, das funktioniert doch nicht. Das wissen Sie doch als Ärzte. Das dauert Monate und Wochen und Jahre. Wir haben noch 18 Stunden. Ja, und wenn tatsächlich irgendwie die Eingeborenen recht haben, dass hier irgendetwas passiert ist, vielleicht können wir das, was passiert ist, wieder abstellen. Und dann brauchen wir kein Heilmittel. Vielleicht nur, das hört sich richtig gut an. Aber wenn wir das abstellen, die Leute, die schon krank sind, werden doch nicht automatisch gesund. Ja, aber es werden nicht mehr krank. Ja, ich guck mal so Christine May an. Vielleicht ist das eine Art Abwehrmechanismus. Hier fing irgendjemand an zu graben und das hat den nicht gefallen. Oh Gott, ich habe noch eine ekelhaftere Idee. Na? Wenn die krank machen, damit die sich innerlich zersetzen, damit sie leichter fressen können? Ja, das ist eigentlich normal. Also es gibt doch so Spinnen. Ich habe sowas mal in unserem... So ein Verflüssigen, ja. Davon habe ich auch gehört. Ja. Ja. Also gut, dann kriechen wir da jetzt rein. Was? Zu den Spinnen? Nein, da sind Echsen. Echsen, nicht Spinnen. Spinnen drin. Okay. Also letztes Mal im Dschungel, da haben die ja noch nicht mal auf unsere Waffen reagiert. Also jetzt habe ich aber auch eine Maschinenpistole. Sollte ich vermutlich vorkriechen. Ich bin nämlich der breiteste von uns. Darum geht es ja gar nicht, aber wenn ich nicht mehr vorankomme, blockiere ich Ihnen zumindest nicht den Rückweg. Das ist eine gute Idee. Ich bin direkt hinter Ihnen. Ich blockiere Ihnen allerdings das Weiterkommen, so ist es nicht, aber... Also, ich weiß jetzt, aber ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits ja, gute Idee, andererseits... Wir probieren das jetzt. Das sind keine abgesicherten Stollen, das ist einfach Erdreich, in das ihr da reinkriechen wollt. Ja, wir probieren das jetzt. Was soll man sonst machen? Wie Walkie-Talkies? Was ist mit Walkie-Talkies? Haben wir welche dabei? Gibt es irgendwie? Ich glaube auch, die wird jetzt zu früh für. Ach Mist. Atemschutzmasken haben wir, obwohl da ja Atemschutzmasken gibt. Ach ja, die können wir aber vielleicht ausleihen hier.
Ja, das sind ja hier Bergarbeiter. Ich kriege nicht mehr eine Atemschutzmaske in so einen Tunnel. Völlig verrückt, ihr wollt in dieses Grab reinkriechen. Mhm. Mich interessiert als Geologe, Herr Spielleiter, ist das wirklich loses Erdreich oder ist es festes? Also ich meine, ein loses Erdreich zu kriechen, ist wirklich Wahnsinn. Aber wenn das so festes, lehmiges Zeug ist, dann ging das. Ja, das ist schon so eine festere Erde. Naja, also es ist nicht, nicht ungefährlich, aber es ist eigentlich das Einzige, was wir tun können. Also außer still und leise vor uns hinzusterben. Haben wir Licht, bevor wir da jetzt uns... Bei allen Berufs. Ich gehe da jetzt rein. Ich habe ein Feuerzeug. Auch. Licht! In meiner Tasche. Ich bin direkt hinter Ihnen. Licht ist tatsächlich so eine Sache. Vielleicht sollten wir uns um Taschenlampen bündeln. Das sind hier ja Bergbauer. Die werden doch wohl vielleicht... Laternen. Ja. Die haben bestimmt Laternen. Irgendwas. Was brauchen wir noch? Ich wäre auch für ein Seil. Also wir sollten... Genau. Vielleicht sollte einer draußen bleiben, um Hilfe zu holen. Die gewandteste, leichteste klettert einfach hin. Miss Montoya, ich glaube, es geht gerade um sie. Also wir sieht nur so leicht aus. Lampen zu organisieren. Ja, Lampen, genau. Ja, Atemschutzmasken. Seil. Seil. Gucken dich alle. Was haben sie vor? Besser, wenn sie das nicht wissen. Wir wollen wissen, wer die Leichen stiehlt. Es ist eine rein wissenschaftliche Untersuchung. Und, genau. Ja. Ach, der Chef. Solange Sie das Gegengift da unten irgendwo finden oder die Heilmittel, gehen Sie. Ja. Vermutlich nicht. Los. Dann, wir rüsten uns aus. Was wir während die anderen sich ausrüsten, in der Nähe des Zauns einen von diesen Protestlern, der noch einigermaßen kannst du auf jeden Fall zurufen. Aber kann ich an den Zaun rangehen und mit dem reden? Ja, kannst du ihn zu dir rufen. Rama! Hallo? Ja! Der kann unsere Sprache, ja? Bisschen Englisch, bisschen. Ah, gut. Was wollen Sie? Was glaubt ihr, ist da unten in der Erde? Irgendwas frisst die Toten. Oder holt sie. Fieber erfasst euch alle in diesem Lager. Müssen euch vertreiben. Ihr müsst weg. Alle weg. Alle Toten. Es geht hier um der Berg. Ist das nicht der Geist des Berges? Wie soll der Geist des Berges Tote holen? Er kann. Er ist doch kein... Keine Ahnung, was ihr da kennt. Was macht denn der Geist des Berges? Er hat alles verflucht. Sehen Sie das nicht? Diese Krankheit. Diese Pflanzendürre. Und was ist mit den Bäumen da unten passiert? Irgend so ein komisches, großes Ding, habe ich gehört. Mit Rüssel. Was? Mit Rüssel? Ja. Kennen Sie in Nashorn? Mir soll ausgesehen haben, ein bisschen Nashorn-Elefant. Nashorn-Elefant, so eine Mischung, ganz komisch. Es gibt nur entweder oder. Sag ich auch, hier nicht, beides nicht. Es ist in Nordborneo, nicht in Afrika. Ja. Der indische Waldelefant ist leider zu klein für sowas. Naja, ich weiß gar nicht. Oh, ich kenne mich nicht genug aus mit der... Fauna hier. Habt ihr hier komische Wesen gesehen? Ja, dann immer verrückter im Camp. So mit Schuppen. Oh, so. Ja, okay. Okay. Ich gehe zu den anderen zurück, die irgendwo... Lampen und Masken suchen, rüsten uns aus. Ja. Aber andererseits, ich schaue noch mal sehr zweifelnd auf das Loch. Ihnen ist schon klar, dass unsere Kleidung schmutzig wird. Meine Rede! Das ist, also das, ich kann ja alles haben, ne? Aber
ich trage hier diese wunderbare neue New Yorker Ausrüstung und dann mache ich mich dreckig. Oh mein Gott. Hoffentlich sieht mich hier keiner. Kleidung kann man reinigen. Mein Gott. Und meine ist relativ erdfarben, sage ich, und dann kriege ich ihn. Hoffentlich geht meine Frisur nicht kaputt. Ach. Naja. Ich trage einen Turban. Also fangen Sie nicht an zu jammern da hinten. Gut. Ja, und den festeren Pferdeschwanz und knüll mir die, den Hut zusammen und steck den irgendwo ein und dann geht's los. Mhm. Genau, wir haben alles gekriegt. Jeder hat eine Lampe? Ja. Sehr gut. Na dann wagen wir es. Wir schauen uns das einmal an. Aber nur, dass das klar ist. Sobald es irgendwie komisch wird, gehen wir zurück. Ja? Wenn wir das noch können. Wir versuchen es einfach. Wie eng also, ist denn der Gang? Kommt man da gerade so durch? Oder könnte man sich umdrehen? Also ich sag mal so, übergroß, werdet ihr übergroß, würdet ihr euch quetschen müssen. Ihr könnt euch nicht umdrehen. Aber wenn man nicht übergroß ist, kann man schon gut krabbeln. Das geht schon. Nur rückwärts krabbeln ist echt doof. Gut. Dann krabbeln wir mal. Dann krabbel du vor. So kriechen mit dieser blöden Laterne, weil du immer absetzen musst. Ich vorwärts ziehen, absetzen. Und dann, ja. Also ich nehme die in den Mund. Also an welcher Stelle gehst du? Wer krabbelst du? Wer? Christine May, an welcher? Von mir aus an zweiter, mir ist egal. Okay. Ich bin ja krank. Nein, ich bin ja an krank. Ich bin ja krank, ich gehe als Letzter. Ja, nein, ich gehe doch als Letzte. Okay, also gehst du als Vorletzte. Hast du da noch dein, wenn du die im Mund nimmst, hast du irgendein Tuch noch um? Wir haben doch Masken an. Ach nee, wir haben ja sogar, ach scheiße, irgendwas ist immer. Nein, dann offenbar klappt das nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. Aber zum Glück hat die Maschinenpistole ihren Umhängegurt. Also ich lasse die da alle reinsteigen, guck mir das an. Und gräb's zu. das wird ja ähnlich sehen. Ich stehe so eine Minute da, warte ab, ob irgendwelche Katastrophen passieren, dann schüttel ich den Kopf und kletter auch in das Loch rein. Ja, das gelingt. Wie ein Profi kletterst du hinterher. Ihr seid ungefähr, was schätzt ihr? Bis zum Waldrand waren das ungefähr so 10 Meter. Ja, so 30 Meter in diesem Tunnel tatsächlich. Und dann kommt ihr im Wald wieder raus. Ihr hört das Camp noch und die Protestlerrufe, aber ihr seid jetzt im Wald. An der Oberfläche kommen wir raus? Ja. Wir kommen an der Oberfläche raus? Ja. Ich atme erleichtert auf. Ich bin total enttäuscht. Nicht. Ich bin total enttäuscht. Wie jetzt keine große Halle, kein... Jetzt müsste Miss Ace Spuren suchen. Ist richtig. Aber genau. Wer möchte da Verborgenes erkennen? Wie bitte? Genau. Oder Spuren suchen, was ihr besser könnt. Eieiei. Wir sind ja wieder die Helden vom Dienst. Yes! Ich mach das. Ja, du machst das. Genau, und während ich noch an meiner Maschinenpistole herum wurstel, gucke ich auf den Boden und oh, guck mal, da ist was. Genau, die anderen gucken ja so in die Büsche und Bäume. Da ist was. Und du siehst tatsächlich Abdrücke, die vom Tunnelausgang in den Wald führen, sind so 12 bis 20 Zentimeter groß. Ja. Und sind irgendwie, ja, im Groben und Ganzen sind das Hufabdrücke. Aha. Aber kein Eisen, aber kein nicht, Hufeisen. Also nein, ist schon... Hufabdrücke, genau. Aber so. Ja. Wie viele? Vier? Zwei? Zwei. Paarhufer? Oder nicht? Paarhufer oder nicht? Nee, das ein Vieh Huf, geht oder? Auf zwei Beinen. Ja, ja, aber ist es ein großer Huf oder sind es. So. Igel, ein Paar oder Pferd. Genau. Also zwei Hufe. Ach so, mit einem Huf, genau. Kuh oder Pferd? Als Kuh oder Pferd? Keine Ahnung, als hättet ihr Hufe an. Ist das dann eher Kuh oder ist es eher Pferd? Nee, er hat es jetzt noch nicht verstanden, glaube ich. Nee, das hast du nicht. Ein Reh hat, das ist gespalten vorne. Ja. Beim Reh zum Beispiel. Gespaltene so, Zehen oder ein Huf. Und ein Pferd hat vorne zu. Gespaltene Zehen. Ah ja.
Und das so tief merkwürdig eingedrückt, dass das was richtig Schweres sein könnte oder so ein Mensch? Das kannst du nicht. Sie die sind halt ziegenähnlich, aber ein bisschen groß für Ziegen. 10 bis 15 cm. Okay. Nee, 12 bis 20. 12 bis 20 cm für so einen Hufabdruck ist ziemlich groß. Ja. Also mein dann hätte die Höhle vielleicht, aber gut, egal. Also wirklich ziemlich groß. Na gut, groß. Vielleicht ist es ja nicht hoch, sondern, also nicht breit, sondern einfach nur hoch. Also, wer weiß. Ich bin skeptisch, aber hinterher, Miss May hat ja ihre Maschinenpistole. Irgendwelche Schleifspuren oder so, weil ich meine, der... Ja. Von der Leiche. Genau. Oder andere Tunnelausgänge. Oder gab es Abzweigungen, als wir... Also ich meine, da gab es ja mehrere Gräber, deswegen... Ach so, ja, wenn ihr euch ein bisschen umguckt, findest du auch noch 3-4 andere Tunnel und okay, aus denen gibt es Abzweigungen. Ja. Mhm. Und nein, keine Schleifspuren tatsächlich. Das ist völlig sinnlos. Ich meine, gut, wir haben jetzt diese Spuren gefunden, aber... Hä? Also, naja, wir wissen, dass da irgendetwas anderes ist. Kann man denn sehen, in welche Richtung die Spuren führen? Genau, kann man denen folgen? Oder? Klar. Dann tun wir das. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Ja, jetzt. Oh, und ich dachte irgendwie eine tolle Halle vielleicht da unter der Erde. Wurden die Toten wiedergeboren in etwas anderem? Herr Singh, bitte jetzt nicht ihre indische Folklore behalten Sie jetzt für sich. Was? Oh Gott. Götter, ja. Ich denke nein. Auch, warte, Kühe haben auch, sind auch Paarhufer, ne? Ja. Oh, jetzt. Weil. Nein! Mach doch mal einen Stabilitätswurf. Ja, die heilige Kuh. Nee, nur ich, glaube ich. Ja. Schmeiß mich weg. Nee, ja, easy. Du vertreibst das wieder, die Gedanken. Ja, das ist Irrsinn. Ja, das ist kein den Kuhmensch geben. Ja, dann geht ja durch den Wald, folgt diesen Spuren. Das ist doch ja auch nicht schwer. Die sind relativ tief in den eingedrückt. Aber ihr müsst schon ein ganzes Stück laufen. Stimmt so 20 Minuten. Und dann landet ihr tatsächlich an einer Stelle, wo gleich mehrere Tunnel in den Boden hineinführen. Die meisten sind tatsächlich so groß, dass man kriechen kann. Und ein paar sind sogar so groß, dass man sogar gebückt durchgehen könnte. Okay. Hä? Gehen die Spuren dorthin oder? Enden bei einem der Tunnel. Okay. Enden da, also die gehen da rein da. Genau. Ja, dann müsst ihr halt rein, um zu gucken, was passiert. Ah ja, okay. Ne? Ja gut, ich gehe mal rein und schaue, ob die da weitergehen. Die ist weg. Was machen die anderen drei? Ich frage mich noch, warum die nicht die ganze Zeit gegraben haben. Und ich gehe da jetzt hinterher. Warten Sie. Ja, man sieht bei den Tunneln, dass da ab und zu so kleine Wurzeln durch die Wände kommen. Na gut. Miss Moore, nicht so schnell da vorne. Miss Montoya, sind Sie da? Ja, ja. Komm hinterher. Die sollten wir anbinden. Ich werde auch meinen 45er Revolver in die Hand nehmen. Das ist mir nicht geheuer, das alles. Genau. Lampe und Waffe. Ja, meine Pistole habe ich auch in der Hand. Es wird tatsächlich immer tiefer, also deutlich tiefer, als es eben noch war. Ja, ihr geht immer weiter und irgendwo vor euch hört ihr, dass sich etwas bewegt. Aber das scheint von euch wegzugehen in dem Moment. Mhm. Und ihr krabbelt scheinbar hinterher. Ach so, ich dachte, wir sind in einem, wo man laufen kann. Ja, oder ihr kriecht einem hinterher. Gebückt, ja. Mhm. Geht ganz schön auf den Rücken, so nach 100 Metern in die Tiefe. Und dann landet ihr auf einmal in einem breiten Tunnel, der ungefähr, und jetzt wird es richtig crazy, 60 Meter breit ist. Wow. Das ist das, was ich eigentlich erwartet hatte. Und er weist riesige Grate auf. Und ihr trefft tatsächlich etwas dort unten. Ihr habt ja irgendwelche Lampen in der Hand, ne? Habt ihr euch ja besorgt? Ja. Und es freut mich, dass die Besetzung aus Frankreich wieder zusammen ist in diesem Moment. Denn ihr seht da eine Leiche liegen und ihr hört. Und dann gucken euch 5 Augen an. Und das sind echt die ganz fiese Untote. Also die haben tatsächlich Hufe. Der eine hat aber witzigerweise auch eine Schiene an einem Bein, weil der Fuß fehlt.
die Köpfe sind wirklich, da fehlen zum Teil mal ein Auge oder die Haut ist aufgerissen. Einer hat ganz viele Nägel überall rein. Keine Ahnung, wie der mal gestorben ist. Und die schmatzen da gerade. Und der eine hat gerade so ein Auge, was er sich... Nein! So, ihr dürft einmal Stabilität würfeln, alle bitte. Ja, das glaube ich schon. Bevor wir da ins... Wie gut, dass ich so viel habe. Wer es schafft, verliert nichts. Wer es nicht schafft, verliert ein W6. Nein! Was noch? Na, super. Ah. Und die haben uns schon gesehen, oder? Ja, die gucken euch in dem Moment. Ihr habt ja Lampen auch. Ja. Genau. Oh. Warum hat den, aber warum hat den, hast nur du den? 50 den? Von, ach, du hast 50 von 11 eingegeben. Das ist irgendwie 50 statt, nee, hä? Jeglicher Verlust bei Carina 50 von 11. Nein, 56. Ich habe nur einen verloren. Ja, aber er hat irgendwie deinen Anfall von Wahnsinn, der, und dann, ja, du hast irgendwie... Ich hab 5 schräg 12. Steht bei das ist zum Beispiel. Richtig, genau. Aha. Das trifft das ja völlig. Anfall von Wahnsinn gibt es bei Christine May. Du bist ein paar Runden... Ah, warte. Warte. Oh Gott. Sowas brauche ich noch. Ja, natürlich. Nein. Hatten wir Sprengstoff? Wir hatten doch eigentlich Sprengstoff, oder? Nicht hier, glaube ich, oder? Nicht mitgenommen, soweit ich weiß. Das war im letzten Dschungel. Ich gebe schon. Nee, wir hatten uns wieder welchen besorgt. Ja, wir hatten Sprengstoff, aber wir haben den irgendwie. Haben wir den mitgenommen? Nee, ich glaube nicht. Hier runter, nee. Den hat Ace. Der Sprengstoff ist bei Ace. Der Sprengstoff ist bei Ace, ja. Aber ja, Ace ist ja nicht dabei. Los! Die machen wir jetzt platt. Mach mal Glück. Alle Glück einmal bitte. Ach, guck mal. Ja. Oh je. Das klappt hier aber auch. Kein Glück. Nee. Also du sagst, wir machen dir das platt, ne? Da guckt der eine auf, springt auf. No! Nein! Nein! Nicht! Ich. Und du siehst, man sieht noch, wie er so eine halbe Hand in der Hand hält. Jetzt leg die Hand sofort auf den Boden. Alle Hände auf den Boden. Was zur Hölle sind die denn? Er grunzt den anderen irgendwas zu, in irgendeiner komischen Sprache, die er nicht versteht. Und die, jetzt kommt schon ihr. Die stehen jetzt auch langsam auf. Die machen nichts mehr. Lass ich, los! Nein, wo kommt ihr her? Ich spreche. Oh, ihr riecht gut. Ah, wo kommt ihr her? Alles gut. Ja, alles gut. Alles gut? Alles gut. Wir wollen euch ungerne. Was? Ihr habt die Leichen gefressen. Ja, alles gut. Ihr seid Leichen. Alles gut. Ja, ist unglücklich alles gewesen. Es ist gut. Jetzt kommt, lasst mich das mal machen. Das mache ich jetzt mal, ja? Also jetzt entspannt ihr euch mal. Herr Toter, also erklären Sie mir doch jetzt bitte einmal ganz kurz, was macht ihr hier, wo kommt ihr her und wie lange treibt ihr da schon? Und was seid ihr? Ja, ihr seid jetzt dran. Jetzt, wenn der jetzt so lange innehält, schüttle ich ihn an der Schulter. Du fasst schon dran. Weil du so nah an ihn dran gegangen bist, bist du ja da nicht frei. Guckt er dich an. Oh Mann. Du hast die leckersten Augen, die ich seit Jahren gesehen habe. Das sagen mir alle Männer. Er grunzt den anderen wieder was zu und du hörst irgend so unmenschliche Laute, wo du denkst, und ganz langsam drehe ich die Maschinenpistole in ihre Richtung. Alle, erst befragen. Oh Gott, ich fange an, in meinem Rucksack zu wühlen. Mach mal bitte, Jörg, bei allem, was du da tust, entweder Scham überreden oder überzeugen. Oh. Mal sehen. Mace ist jetzt völlig durchgeknallt. Oh. Zu viel Ether geschnüffelt bestimmt. Mal gucken. Ist ja krank. Vielleicht verwandelt die sich schon in sowas. Und ist schon so irre. Okay, ich versuch's mit vielleicht, Charme. Vielleicht löst sich das Hirn auf erst. Nein, es geht hier aber auch nix. Naja, du hast... Mist. Du hast
Theoretisch könntest du Glück ausgeben dafür. Ja, komm. Ja, das mache ich jetzt. Also, okay, pass auf. Ja, wollen wir uns hinsetzen und reden? Ja, aber sicher. Okay. Wie heißt du eigentlich? Abartig. Was passiert hier? Bonsoir. Bonsoir. Sehr angenehm. Bonsoir. Ich bin May. Aber du darfst Dr. May zu mir sagen. Du siehst nicht aus wie ein Franzose, Bonsoir. Ich wurde mal vor langer Zeit erschossen. In diesem Wald. Gehörst du hier zu dem Lager? Zu den Schürfern? Ich bin schon seit Jahren hier unten. Setzt euch doch alle. Er setzt sich hin. Nein. Ja. Nein. Ich setze mich natürlich. Die Höflichkeit gebietet, das sage ich, aber ich halte die Pistole in ihre Richtung. Also okay, er gurt wieder. Ja, sag mal. Und einer der anderen kommt an. Einer der anderen? Es sind ja fünf. Ja, es sind fünf. Oh Gott. Und bringt so ein Stück Bauch, was er zwischen euch legt. Es ist uns eine große Ehre, unsere Nahrung mit ihnen zu teilen. Also, bitte. Es ist ja eine Sache, exotisches Wild zu essen, aber Leichen? Wir fressen. Alex, als Medizinerin überschlage ich jetzt gerade mal die Chancen, was alles passieren könnte, wenn ich jetzt hier Leiche esse. Die erste ist mit, glaube ich, ziemlich, also da du als Medizinerin, bei allem, was du siehst und hörst, weißt du, wenn du kein Heilmittel findest, ist es zu spät. Aber ich sag mal so, das würdest du wahrscheinlich, wenn du nicht wirklich gut bist, im Magen-Darm-Trakt sofort wieder hochkotzen. Okay, also das ist die wahrscheinlichste Variante, dass du sofort, Gedanke. Ich lächle François ganz freundlich an. Oh, ich hatte gerade schon ein Essen. Ich bin leider satt. Es tut mir jetzt leid. Das sieht so lecker aus. Ja, dann mach mal wieder Charme oder überreden. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Warum knallen wir die nicht ab? Ja! Ich habe mich gerade hingesetzt. Ich bin ernsthaft beleidigt. Wenn ihr, es ist unser Zuhause. Ja, aber ziemlich Monster. Wir können euch vielleicht weiteres Essen bringen, aber vorher bräuchten wir noch einige Hinweise von euch. Und die zwar diese Krankheit, habt ihr von der Krankheit gehört? Natürlich habt ihr davon gehört. Woher kommen sie? Von außerhalb. Aus welchem Land? Amerika. Bolivien. Wo? Amerika. Americanos. Das erklärt ihre... Estados Essen Unidos. Sie, wenn Sie reden wollen, seien Sie gastfreundlich. Verstehen Sie? Und er guckt zu Miss Mai, zu Mr. Singh. Stehen Sie? Nee, er kann doch trotzdem zu dir gucken, oder nicht? Nein, nein, aber du meintest, wenn Sie gastfreundlich sind, stehen Sie. Nee, das essen Sie. Entschuldigung, essen Sie. Oh, Sie haben so schöne Hände. Darf ich sehen? Nein. Ist, glaube ich, Zeit, dass Sie einfach gehen. Ja, wir gehen, aber erst brauchen wir ein paar Antworten von Ihnen. Nicht. Ich stehe auf und gehe zurück zu den beiden anderen Damen zurück. Das ist mir unheimlich. Nehmen Sie unsere Gastfreundschaft an. Ich will wieder meinen Rucksack. Ich hatte hier doch irgendwo noch. Miss May? Redest du jetzt mit mir, oder was? Ja, natürlich. Du bist die Einzige, die noch sitzt da. Der Rest steht irgendwie 3 Meter hinter dir. Zurück. Dann springe ich jetzt auf und sage, nein, tut mir leid. Ich bin satt. Dann springen alle 5 Gule auch auf. Verschwinden Sie jetzt! Ich drehe mich mal nach meinen Mitreisenden um. Und? Fressen wir keine Lebenden, aber sie können ja sterben. Ja gut, dann geht's jetzt ihr los. Ihr könnt bestimmt auch noch mal sterben, oder? Wenn die jetzt so anfangen... Alle raus! Wir sind unsterblich seit Jahrhunderten. Merkt ihr was? Alle raus! Seid ihr dann vielleicht der Geist des Berges? Verschwindet jetzt oder wir töten euch. Miss May, kommen Sie jetzt bitte da weg. Auch wenn ihr ungewohnt sanfte Haut habt. Miss May, ich insistiere. Ja, ich gehe ja schon. Ich gehe langsam rückwärts mit der Und MP er geht auf Miss Montoya zu langsam.
Was? Warum? Und somit riechen nah. Du siehst auch, dass seine Nase so verkümmert ist, aber er riecht trotzdem. Oh, ich rieche ihre Haut. Oh, ich ja, schön. Jetzt ist aber Schluss. Ich ziehe meine Machete, weil ich glaube, mit Schusswaffen kommt man hier nicht weit. Jetzt laufen sie doch. Wir gehen jetzt. Glückspunkte aus. Ihr habt doch genug zu fressen. Für meine Pulpfähigkeit finde ich, um zu finden, was ich brauche. Und ich habe natürlich eine Dynamitstange in meinem Rucksack. Ah, Mr. Dynamit. Das ist fast nur für Dynamit, ne? Ich brauche, was ich brauche. Mhm. Ich nehme so diese Dynamitstange raus. Vom Laufen Sie! Und dann ein Geschenk! Oder jetzt renne ich! Jetzt renne ich! Ah. Sing, was tun Sie denn? Seit Jahrhunderten. Hat man geleicht. Sie dürfen nicht wieder nach oben kommen. Was haben sie denn mit diesen... Jetzt pass auf, wo lang rennst du denn? Rennst du diesen großen Gang leid, der 60 Meter Gang lang, oder versuchst du dich in so einen engen Tunnel zu retten? Nee, den Weg, den wir gekommen sind. Ja, weiß ich nicht. Er ist der Erste, der als Erstes rennt. Moment, wo, in was für eine Höhle? Ihr seid in einem 60 Meter breiten Tunnel. Das ist keine Höhle, das ist ein Tunnel. Nee, das ist blöd. Dann habe ich das falsch gedacht. Dann, ich wollte den... Na scheißegal, ich werfe diese Dynamitstange zwischen dir und dann renne ich einfach diesen Riesentunnel hoch. Wenn er rennt, renne ich mit, natürlich, in Panik, wenn ich sehe, dass er mit dem Dynamit... Diesen Riesentunnel lang. Ja, ja, das Ding her. Ne? Da sind wir ja reingegangen. Nee. Nein, ihr seid durch einen kleinen Tunnel in diesem Riesentunnel gegangen. Genau, wir sind durch einen kleinen Tunnel in den großen Tunnel gegangen. Und jetzt, wir laufen einfach weiter. Ja, weil nein, dann natürlich in den kleinen. Ich will hier raus und weiter rein. Ja, ich will wieder raus. Ich will nach oben. Ja, gut. Mhm. Ja, dann macht mal einen Wurf. Was denn für einen? Ein Tunnellauf. Geschicklichkeit oder? Nee, ich wäre es ja fast eher bei Ausweichen tatsächlich, ne? Ausweichen. Oh, Gott. Ausweichen. Und zwar, warte mal. Ausweichen. Ja. Warum ausweichen? Naja, ihr müsst alle nacheinander in diesen engen Tunnel gleichzeitig in Panik. Ach so. Das kann schon, wenn man sich nicht gut benimmt. Fürchte ich. Ja. Nicht so gut enden. Das ist ein normaler Wurf, oder? Ja, klar. Sag mal, was würfel ich hier eigentlich? Hey, du hast meinen Platz eingenommen. Also, normalerweise als würfel ich Mist. Wie eine Eidechse in dieses kleine Loch. Ist er durch. Carina hinterher drängelt sich vorbei und auch Jamie noch, aber. Ja, ich büffel wahrscheinlich eher da rein. Ja, aber tatsächlich hat Christine May einfach die Größe des Loches völlig unterschätzt und rennt da quasi einmal so pfopp gegen und macht so. Und dann explodiert alles. Wir hätten hier bleiben sollen. Ah, du hast Glück. Kriegst nur 3 Schaden. Irgendwelche Schrapnellen treffen dich im Bein. Ach du liebe Güte, na ist es auch. Übrigens bist du jetzt auch, deine Angeberei ist vorbei, ne? Dann kriegst du hinterher. Von den Ghulen ist nichts mehr zu sehen. Oder den Aasfressern, wie immer sie auch nennen wollt. Wenigstens was Sinnvolles sagen können, sag ich. Gut. Aber die konnten wir doch nicht auf die armen Menschen loslassen, und auch wenn es nur die Toten sind. So, und jetzt, Tom, du dir als erstes gerannt bist, mach doch mal bitte einen. Es gab durchaus 1-2 Abzweigungen und war es der richtige Tunnel? Ein Wurf auf Orientierung, bitte. Orientierung. Oh ja, da bin ich spitze. Mehr als 10%? Nein. Keine Scheiße. Ach, oh, herrlich. Okay, du rennst, es geht immer weiter berghoch, und dann kommst du raus. Und du merkst gleich. Einfach hinterher? Rennen ja hinterher, ne? Ja, würde ich sagen, ne? Okay. Ja. Also du kannst die auch eine Abzweigung in eine andere Richtung nehmen, wenn du möchtest. Nein, nur wenn ich das Gefühl habe, er rennt völlig falsch. Ja, es geht nach oben, ne? Wahrscheinlich raff ich das nicht. Ich renne ihm einfach nach. Ich renne auch nur einfach geradeaus. Ja. Als ihr hochkommt, fällt euch schon auf, hier sind wirklich viele der Pflanzen verwelkt, da wo ihr rauskommt. Und irgendeine komische Pflanze wächst, die habt ihr noch nie gesehen, irgendeine 50 cm orangene Frucht mit irgendwelchen Stacheln dran. An dem Baum. Ich sag, das haben die Eingeborenen erzählt. Aha. Dass Pflanzen verdorren und fremde Pflanzen wachsen. Und diese Früchte sollen schlecht sein. Nicht, dass die davon krank werden.
Na, ich glaube, die haben das nicht gegessen. Aber das ist gut, dann kommen wir dem Quell des Ganzen vielleicht näher. Ja. Aber ich frage mich, also es gibt ja offensichtlich eine komische Krankheit, die grassiert, vielleicht Echsenmenschen, vielleicht auch nicht. Und es gibt Ghule, das sind aber merkwürdige Zufälle, oder? Was sind denn Ghule, bitteschön? Entschuldigung, lebende Leichenpresser. Also, und Miss May, wie kommen Sie denn dazu, einfach mit denen zu reden? Das sind irgendwelche... Ja, wirklich. Aber das war François. Was? Was? Na, ist ein netter Mann halt. Also, ich meine, wahrscheinlich... Der hat kein Mann. Und wollte das nicht einreißen. Das war kein Mann. Hufe. Wir hätten da noch mit denen mit Sicherheit noch vielleicht das eine oder andere rauskriegen können, wenn der da schon so lange gelebt hat. Die wollten ja, nicht hätten reden. Hätten Sie bei diesem Bauch gegessen, Miss May. Ah, das war widerwärtig. Ja, das war tatsächlich... Man soll schon kein Fleisch essen, aber Menschenfleisch ist die Gipfel des Bösen und Abscheulichen. War abartig. Ihr hört so eine Art Tröten aus dem Wald. Das klingt fast ein bisschen melodisch, so wie eine Trompete. Oh, das ist das Tier wahrscheinlich. Und hört ein Stampfen. Was macht ihr? Kommt auf euch zu. Schnell in den Höhleneingang zurück, sag ich. Ja, sich irgendwo so hinstellen, dass man eben nicht umgerannt wird. Ich versteck mich hinter einem Baum oder so. Ja. Na gut, wenn alle. Na naja, gut, aber die Bäume wurden entwurzelt, ne? Also hinterm Baum ist man nicht sicher. Aber ich würde auch nicht in den Grabengang gehen, der dann über mir zusammenbricht. Nee. Ich möchte mich verstecken hinter einem Baum. Dann mach doch mal verborgen bleiben. Also wer sich verstecken möchte, muss verborgen bleiben. Ja. Ah, gut, probier auf jeden Fall. Bäh. Mein Baum ist viel zu klein. Gut, Jamie könnte Glück ausgeben. Wenn sie das wollen würde, das wird sich lohnen. Aber, also, wäre nicht so hart. Was heißt lohnen? Aber... Ich kann mich total gut verstecken. Ja, Karina verschwindet vor euch. Aber... Ich gebe Glück aus. Okay, Jamie auch. Erst sah sie so ein bisschen unglücklich aus, auf einmal versteckt sie sich hinter Palmwedeln. Und dann kommt aus den Bäumen etwas, was kleiner ist, als ihr denkt, aber größer, als ihr als cool wäre. Nämlich ist etwas größer als ein Pferd von der Größe, wobei das kann auch schon ziemlich groß sein. Und ist so ein bisschen ein Elefant in Pferdegröße. Hat nämlich einen riesen Rüssel vorne. Hat aber eine lila-grüne Haut, die sieht aber total weich und filzig aus. Und auf dem Rücken wachsen zwei Reihen stumpfer Stacheln. Aber interessanterweise ähneln ihre Ohren mehr euren als denen eines Elefanten. Von der Form her. Ja. Das sieht nicht zufällig irgendeiner schrägen indischen Gottheit ähnlich aus. Und? Nein. Und die Augen hat sehr große Augen und ihr guckt, die zwei, die gesehen werden, die sehen sehr intelligent aus, diese Augen. Hä? Und der Rüssel schnuppert und schnuppert. Und ist ja Christine May da zu sehen gerade, nicht wahr? Ja. Und dann guckt es dieses Tier dich an und ein ohrenbetäubender kommt aus seinem Rüssel und er würde sich in deine Richtung in Bewegung setzen. Okay. Aber nur in deine. Wie ein niedliches Tier, wie ein gemeines Tier. Jetzt gucken die Augen wütend. Moment, jetzt einmal ganz kurz, bevor es losgeht. Passt das? Also ich stehe ja noch in der Nähe von diesem Tunneleingang. Passt es da durch oder nicht? Nein. Passt nicht da durch, dann laufe ich in den Tunneleingang. Warte, gucken wir mal, ob du das tust. Mit der Maschinenpistole haut ab. Also erstmal ist erstmal ist Jamie dran. Versteckst du dich weiter oder machst du irgendwas? Das fängt an relativ schwerfällig, aber schnell auf Miss May zuzurennen. Sehe ich, was Miss May macht? Nee, noch nicht. Noch steht er da so. Du kannst natürlich verzögern. Das geht hier. Bleib erstmal versteckt. Ja, dann. Ich habe ja meine Pistole in der Hand, habe ich ja gesagt. Liebe ich dich mal hinter Frau May in der Reihenfolge. Carina, was machst du? Mein erster Gedanke war tatsächlich, hat irgendwer eine Kamera? Selfie mit Monster?
Braucht übrigens auch keinen Stabilitätswurf tatsächlich. Durch diese. Braucht keinen Stabilitätswurf. Weil es so niedlich aussieht. Ja, es wirkt nicht böse tatsächlich, ja. Außer Christine jetzt, die sehr böse angeguckt wird. Warum? Vielleicht kann man mit denen ja reden. Nicht? Wenn man schon mit lebenden Leichen reden kann. Habe ich das Gefühl, das würde die Christine gleich platt trampeln? Voll. Oh Gott, warum? Ich heb den Kopf und schrei: Hey! Oh. Okay, willst du es ablenken? Mhm. Mr. Singh. Es sieht böse aus, es will Miss May umbringen offensichtlich. Eigentlich sieht es nur auf Miss May böse aus. Aber vorher sah es sehr intelligent, gutherzig aus. Hm. Ja. Aber es will Miss May umbringen, da hast du wohl recht. Oh wei, wie sehr mag ich Miss May. Naja gut, aber... ja nein, aber ich meine... Lass sie das nicht hören. Das geht nicht, das geht nicht. Also man kann... Hm? Dann ziele ich auf dieses Tier. Okay. Warte. Gut, dann bist du quasi hinter dem Tier dran. Du willst ja warten, was das Tier macht. Jamie. Ja, wenn die jetzt alle anfangen zu schießen, dann mache ich natürlich mit. Mhm. Na gut. Also nicht wütend machen, Strategie. Naja, ich warte ja ab, bis ich. Ja. So, was mit deinem Schrei? Achso, jetzt doch abwarten. Aber wenn jetzt Hey gerufen wird, dann stehe ich auch auf. Ich rufe zwar nicht Hey, aber ich verstecke mich nicht mehr. Jetzt habe ich das Mai übersprungen, ne? Fällt mir gerade auf. Frechheit. In welcher Reihenfolge bin ich denn dran? Du bist jetzt dran. Dann bist du jetzt dran. Ist ja egal, bin ich jetzt dran. Gut, wenn ich jetzt gehört habe, dass alle jetzt Hey und irgendwie, dann drehe ich mich doch um und schieße. Oh. Hey. Zunächst. Ihr müsst dringend ein taktisches Training belegen. Ja. Schön, gell? Total. Aber Miss Montoya hätte recht haben können. Habe ich jetzt erfahren. Sieh es mal an, aber musst du gar nicht tatsächlich. Aber doch, kannst du. Vielleicht trifft Miss May nicht. So, und dann, oh Gott, wie war das? Kampf, und dann gehe ich auf. Womit schießt du? Dem Gewehr. Dann klickst du aufs Gewehr. Und los geht's. Oh Gott. Gott, ja. Super. Du triffst. Yeah. Schaden. Ja, genau. Schaden. 9. Okay. Dem habe ich jetzt Schaden zugefügt. Ich hoffe nicht aus Versehen einem von euch. Das wäre ätzend. Neben mir habe ich Schaden. Das Vieh schreit tatsächlich. Das arme Tier. Und stürmt auf dich zu. Du kannst versuchen auszuweichen. Auf mich jetzt? Ja. Okay. Seien wir ehrlich, Miss May war eh tot geweiht. Na, ist eh egal. Macht ihr eh nichts mehr. Ja, definitiv. Oh ja, Gott, ne 100. Ich hätte dich nicht getroffen, aber da du stolperst. Ach du Ich bin tot. Vielleicht stecke ich jetzt mit der Krankheit an. Rennt es auf dich zu. Und macht mich platt. Stürmen. Du kannst nochmal eine Stärkeprobe machen. Es klappte hier alles so wunderbar. Stärkeprobe. Und es könnte tatsächlich sein, dass du gleich platt bist. Das ist richtig. Ja. Könntest jetzt Glück ausgehen. Nee, lass mal. Super, lohnt sich nicht. Mais. Dieses Vieh rennt dich über den Haufen. Du bretterst, wirklich 8,50 Meter fliegst du weg, landest genau mit dem Hinterkopf gegen einen Baum. Nein. So, und jetzt kommen wir aber wieder zu Kisulu Palp einmal kurz. Du kannst auf jeden Fall den Tod von der Schippe springen. Du liegst im Sterben. Das heißt, du könntest alle deine Glückspunkte mindestens aber 30 ausgeben. Und dann schlägst du dem Tod ein Schnippchen. Ja, gut. Das heißt, du kannst im Grunde
kriegst du 1W6 plus 1 Trefferpunkte zurück und kannst dann beschreiben, warum, musst aber sagen, wie du es geschafft hast, dass nichts passiert ist. Gut. Jetzt ist allerdings Folgendes, ich habe noch 20 Glückspunkte. Ja, dann okay, vergessen wir das. Ich habe aber das Pipe-Talent Glückspilz. Ah, okay. Und das kann mein Glück mit zusätzlichen plus 1W10 wiederherstellen. Ja, hoff mal auf mit 10. Ja, komm. Das klappt jetzt. Warte kurz. Ja, das klappt jetzt voll. Drücken. Muss das einmal... Ja, okay, ist sichtbar. Okay, jetzt Spannung. Der Wurf. Oh mein Gott, ich muss das Fenster erstmal größer machen. Ich will sehen, wie ich sterbe. Nein, das klappt jetzt. Klappt jetzt voll. 10. Oh. Knapp. Ganz knapp. Ah ja, gut. Dann ist es halt so. Verdammt. Stilvoll sterben. So, du musst am Ende der folgenden Runde, sowie zum Ende aller Runden danach, immer Konsti würfeln, also der nächsten. Und sobald eine misslingt, stirbt er. Ist er endgültig tot. Ihr könnt mit erster Hilfe stabilisieren, das geht so schnell. Dann haut ihr irgendeine Spritze rein oder so, das geht. Herr Singh, du bist auch... Oh, ich bin dran. Ja. Ich werf die Pistole weg, renne zu Miss May und... Reiße von Kaftan. Wie nennt man das bei Indern? Dem Ding. Diesem Tunika-ähnlichen, diesem wallenden Gewand. Ich reiße dann Stoff ab, weil ich habe nichts anderes. Ja, fiese Kopf, und, Blutwunde hinten. Und ich wickle, ich kann ja Turbane wickeln, also kann ich auch Kopfverbände wickeln. und ich versuche, Miss May, bleiben Sie bei uns. Touch, touch, touch. Und dann machen wir erste Hilfe. Ja. Okay, du stabilisierst, du kannst das im Sterben streichen wir gleich und du hältst, war das sogar ein Extremer? Nee, war es nicht. Du hältst 1W4 Trefferpunkte zurück, tatsächlich. Komisch, das war doch ein Viertel. Ja, aber es gibt 3. Das ist noch nicht extrem, bin ich der Meinung. Okay. Ein schwieriger Erfolg. Okay, hier war das 1W4. Ja. 1W4 ist nicht viel. Nee. Aber immerhin. Ziemlich tot. Immerhin, genau. Oh, sie sehen ganz... Oh, es wird wieder weggehen. Jetzt gemacht. Von den Elefanten zertrampelt. Deine Waffe weg. Ich hab wieder aber bei 100 stehen. Aber ja, hast du deine Punkte direkt... Warum hast du noch... Hast du die gar nicht abgezogen, ne? Moment. Ich dir nicht ab... Also du bist bei 2, ich mach das mal. Das bin ich! Oh! Du hast mir 2 Treffen. Kein Wunder, dass ich das halt denke, warum passiert da nichts? Stimmt, du hast auch nicht die... Zu heilen und dann zu helfen. Wird bestraft. So, jetzt. Du bist bei 2. Ja. Das heißt, du bist auch dran. Nee, Jaya ist dran. Wieder. Warum nächste bin ich Runde. Schon wieder dran? Ja, weil das deine neue Inni-Runde bist du quasi wieder... Wird okay. Ja verzögert. Ich kümmere mich weiter um Miss Mavis. Ja, was macht das Viech? Bin ich dran? Nee, das war. Nee, ist neue Runde. Ich habe das irgendwie vertan. Aber ihr seid immer alle vom Vieh, insofern ist es egal. Okay. Aber du kannst nicht normal Erste Hilfe, nicht zweimal. Nein, aber ich habe ihren Kopf da in den Händen und sie sieht aus, als wäre sie von einem Elefanten überrannt worden. Auf jeden Fall. Carina? Bleib ich wohl da. Also, jetzt wirklich eine regeltechnische Frage. Könnte ich mit zweimal Erste Hilfe denn was? Also, könnte, wenn ich auch nochmal Erste Hilfe mache, was. Ja, da er in dem Fall, will ich einfach mal sagen, sein Rücken mindestens halb gebrochen ist, seine Rippen durch sind, kannst du irgendwas gerade richten? Ich kann es ja mal versuchen. Machen Sie es nicht schlimmer, ich halte den Schädel so. Also den Kopf vom Schädel sprechen wir noch. Das ist furchtbar. Ich gehe mal rüber, gucke mir das so an und denke mir so, Der weg, genau. Sie sieht einfach so nah an der Grenze zum Tod aus, dass ich mir denke so, wenn ich da jetzt eine falsche Bewegung mache, dann hebe ich den Blick und gucke zu dem Vieh und würde tatsächlich, wenn es uns fixiert, versuchen, es abzulenken, indem ich halt irgendwie so mit wilden Bewegungen in eine Richtung von Christina May weglaufe. Okay. Hey. Ja. Christina. Was macht das Vieh? Ja. Noch nichts. Ihr seid ja vorher, das wendet sich gerade und guckt.
Aber noch macht es nichts. Ihr könnt höchstens verzögern, aber du. Ja, was machst du? Nicht viel. Was soll mal Christine. Was soll ich denn machen? Weiß ich nicht. Liegt ja doch völlig gematscht. Ja, aber du hast doch wieder. Du bist wieder bei Bewusstsein. Ja, ich werde aber wahrscheinlich nichts machen. Kopf so okay. Im Schoß sozusagen und den Kopf in der Hand. Mhm. Und die Schmerzen gehen wahrscheinlich vorbei. Wenn sie Glück haben, spüren sie ja gar nichts. doch, ich sag was. Reichen Sie mir die Arzttasche rüber. Die Arzttasche. Hm. Sie können sich überhaupt nicht irre. Oh Gott, der Arm ist da so. Jetzt ist aber gut. Was wollen Sie denn? Und dann da ist die kleine Flasche drin. Reichen Sie mir diskutieren. Die kleine Morphium Flasche. Den Heiltrank gibt es bei D&D nicht hier. Morphium, ich bin mir ziemlich sicher, dass er Morphium möchte. Ja. Morphium möchte. Also genau, du gibst ihm auf jeden Fall Morphium, egal was er wollte. Ja. Heroin, Morphium, was auch immer, was da in der Tasche drin ist. In der Reihenfolge bitte. Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht, um die Zeit ist da Heroin noch normal? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube in Deutschland nicht mehr so, aber es gibt schon noch Teile der Welt, wo das... In Indonesien bestimmt. Borneo. So. Der kriegt irgendwas. Sabine, Jamie. Ja, genau, jetzt wollte ich halt... Nee, ich wollte jetzt wissen, was das Viech macht. Ja, das ist noch nicht, das ist noch zu träge. Das ist noch zu träge, okay. Ja, also du müsstest entweder warten, bis es fertig ist, also bis es, oder? Die Haut ist nicht elefantenmäßig, ist eher weich, oder? Nein, weich, ja, genau. Also sieht zumindest weich aus, ne? Aber es waren Stacheln drauf. Oben, aber oben. Hat es der Schuss von der May eigentlich irgendwie. Ja, bekommen? Ja, ist eingedrungen. Ja, nee. Ob's... Ja, hat okay. Einmal, Entschuldigung, habe ich nicht beschrieben, hat einmal aufgebäumt. Scheiß drauf, schieß drauf. Ich schieß. Oh, voll. Jetzt ist ja egal. Ich habe meinen Revolver. Ist übrigens schön, wenn jemand im Sterben ist und man würfelt einen Patzer, bei der ersten Hilfe ist er auch tot. Ja. Mist. Trotz, warum haben wir Bonuswürfel nicht geschafft? Okay. Du schießt daneben und dieses Vieh, du schießt so weit daneben, das merkt ihr es gar nicht. Das guckt hinter Carina hinterher. Und dann guckt es zu Jamie. Und die Augen werden wieder richtig böse und es stürmt auf dich zu, Jamie. Kannst ausweichen. Da muss ich ausweichen. Was tun sie denn da? Oh, okay. Moment. Jetzt keine 100 würfeln. Ja. Nee, ich muss mich ausweichen. Doch. Der hat es ja nicht geschafft, oder? Doch, ist so eine Gleichprobe. Eine was? Das ist gleichzeitig. Ist ein bisschen gleichzeitig. Oh, aber knapp am Patzer vorbei. Wir rennen in die gleiche Richtung. Ah, nee. Also du kannst dich nicht entscheiden. Links, rechts, links, rechts. Ja, genau. Aber das Vieh, in dem Moment, wo es auf dich zurennt, sieht es, wie Miss May sich wieder bewegt und ist dadurch so ein bisschen aus der Ruhe und brettert direkt an dir vorbei. Aha. Ja. So, fangen wir wieder von vorne an. Ja. Ich taste nach meinem Revolver irgendwie. Das Vieh ist ja jetzt wahnsinnig geworden und greift jeden an. Ich taste nach meinem Revolver und schieße auf das Tier. Nein! Gut. Naja, ich meine, es ist ja jetzt eben Angriffsmodus. Ja, eben. Dass es darin bleibt. Jetzt ist es sowieso. Jetzt ist alles vorbei. So. Oder? Oh, ist das krass. Achso, da. Einzelschuss, wie weit ist es denn? Kurze Distanz, Basisreichweite. Da hast du schon angeklickt, ja? Ja. Einzelschuss. Warum habt ihr alle Bonuswürfel? Weil es ein großes Ziel ist. Nee, es ist ein großes Ziel. Großes Ziel oder? Ah. Achso. Ja, oder so. Es gibt einen Bonuswürfel. Das macht Sinn. 4 Trefferpunkte. Fast Minimalwurf. Carina. Er reagiert überhaupt nicht auf dich oder sie, was auch immer es ist. Das Tier. Das Tier. Okay, wenn jetzt alle drauf schießen, denke ich mir. Gut. Gut. Ich auch. Oh. Ja. Oh. Gut. Machen wir Schaden. Aua. Seid ihr alle so gut in Waffen, meine Güte. Ein Schmerzensschrei und gleitet diesem Vieh und es rennt weiter und kommt so ein bisschen gegen Baum. Christine. Wie kann ich mich bewegen? Kannst du. Hast du dein Schweine weh oder du kannst dich bewegen? Ist die Maschinenpistole in meiner Nähe? Was?
Hast du, mach mal einen Glückswurf. Wenn, dann richtig. Wenn scheiße, dann scheiße mit Schwung. Sieh doch gar nicht. 22.000 Abzugswürfel. Gibst du 5? Nee. Ach, kann man nicht, ne, oder? Doch. Nein, nicht beim Glückswurf. Nee, nicht beim Glückswurf. Nein, du hast die irgendwo verloren, deine Maschine. Ah, okay, gut. Ja, dann mache ich nichts. Ey, du hast aber deine Arzttasche, die habe ich dir rübergekehrt. Ja. Jamie. Danke. Wenn das Vieh an mir vorbeistürmt, drehe ich mich um und schieße nochmal. Dachte kurz, du springst drauf. Ja, das wär's, aber ich habe meinen, aber ich schieße dem jetzt in den Rücken. Sattel. Den Hintern. Den Hintern. Sieht einfach nicht so aus, als würde man da gerne drauf springen. Da waren noch Stacheln. Oh, sogar zwei. Ach, kurze Distanz. Ist egal, es war ja direkt bei dir. Nochmal 7, boah. Das steckt da ordentlich ein. Das Vieh bricht zusammen. Landet so ganz hart, wollte sich gerade drehen. Dreht sich einmal und landet im Urwald auf dem Boden. Der Rüssel bewegt sich noch so leicht. Und diese großen Augen... Wer da jetzt hinguckt, sieht traurige Augen. Ich guck da nicht hin. Und dann schließen sie sich. Bin so traurig. Das arme Tier. Ja, also... Das hätten wir wahrscheinlich auch anders lösen können, aber es war einfach zu spät. Ich guck Miss Moore an. Wahnsinnig, das Tier. Es war total auf Miss May fixiert. Oh. Wieso? Oh, mir geht so schlecht. Ich weiß ich? Der grinst so. Ja, aber guck euch wir. An. Was sieht denn bei euch irgendwie an? Ich gucke genau. Nicht durch. Genau. Ich überlege das auch gerade. Ich hab geschossen. Ja, also das wird. Macht mal ein verborgenes Erkennenwurf. Oh Gott, die sind beide infiziert. Wahrscheinlich. Was? Ach, Freunde der Nacht. Echt, ihr seid echt die größten Gurken dieser Welt. Ja! Hey! Ja, schafft es. Ja, Carina, wenn du jetzt dieses Tier anguckst, ne? Und dich so an diesen, dann ist ja wie ein Pferd. Und jetzt denkst du zurück, siehst diesen Schädel und denkst an den Schädel zurück, der da hing an der Wand. Oh, dieser Quadratschädel? Ja, genau. Denkst du. Ihr habt sein. Wir haben das Essen. Ach, wir haben das gegessen. Ja. Ja, aber das kann es erkennen? Das wir kann haben es erkennen? Intelligente. Wie riecht danach? Ja. Oh. Schneide ich raus, aber das Vieh hat gerochen, dass ihr ihren Lebenspartner gegessen habt. Nein! Oh Gott, was ist Dramen das Einzige seiner Art war mit dem anderen toten Tier? Ja. Wir haben jetzt eine Spezies ausgerottet. Jamie war aber lecker, oder? Ich ja, war als, total lecker. Als gläubiger Sikh stürze ich in ein religiöses Trauma. Immer zu diesem Tier und schau mir das genauer an. Mhm. Gibt es da irgendwas, was ich abmachen könnte, um es... Um was zu verkaufen. Ja. Nee, das sind ja so stumpfe Stachel, die... also ich sag mal so, vieles, ne? Diese riesen Menschenohren sind allein schon so speziell, dass man wahrscheinlich in irgendwelchen Basaren dafür viel Geld kriegt. Diese, ja, keine Ahnung, dieser Rüssel... Ja. Kann man bestimmt auch coole Medikamente draus machen, die gegen irgendwas heilen. Ich stupfe so mit dem Fuß dagegen und sage, eigentlich bräuchten wir jetzt eine Kamera. Hab ich ja gesagt. Ich lenke mich von dem Dilemma ab, indem ich mit meinem Messer irgendwelche Holzstämme hacke und irgendwelche Lianen und dann bastel ich hier Miss Maine eine Bar, hätte ich fast gesagt. Ja, genau. Ich würde jetzt aber sie kann auch... laufen, ne? Ach so, ich würde jetzt auch... Ja, er richtet sich so ein bisschen auf. Okay, ich würde jetzt auch mit der Arzttasche schauen, was ich da jetzt so an mir selber, was ich da so machen kann. Höllische Schmerzen, aber du, ja, kannst versuchen einmal dir irgendwelche Medikamente reinzuspritzen. Soll ich nochmal auf Medizin einen Wurf machen? Erste Hilfe ist das, glaube ich, auch in dem Fall, ne? Erste Hilfe, okay, ich versuch's mal. Ja, es geht mal was. Ja, dann, W6 plus W4. Wie war das? W6 plus 4? Plus W4. Okay. W6 plus W4. Schauen wir mal. Was haben wir denn da? Da haben wir 3 und den W4.
Ja, ich würde sagen, du richtest dich auf, erstmal ein bisschen schwerfällig, dann streckst du dich so ein bisschen und es knackt einmal ganz furchtbar. Und durch irgendein Wunder hast du dich so ein bisschen eingerenkt und kannst wieder halten. Boah, Leute, was war denn das eigentlich? Boah, oh, mein Kopf tut so weh. Oh. Das war der Liebling von deinem Mittagessen gestern. Karma. Wirklich Karma, so? Sage ich. Und dann verschränke ich die Arme und drehe mich weg von Miss May. Ich esse. Karma. Oh, ich esse nie wieder Fleisch. Oh. Das ist vernünftig. Warum nicht? Weiß ich nicht, wenn das Fleisch sich so wehrt. Oh. Aber keiner von uns hat eine Kamera in seiner Ausrüstung, oder? Nein. Wenn ihr das nicht angesagt habt oder sie euch. Nein, nein, ich frage nur die anderen. Ich weiß nicht, dass sie so dabei haben. Nee, aber wie ist das, wenn wir uns eine Zeichnung machen? Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Zeichnung, kann einer... Das glaubt uns niemand. Ja, fotografieren wäre besser. Kein Foto oder es ist nicht passiert. Hm. Nee. Eine Kamera haben wir natürlich nicht dabei. Also kann ich so ein Horn viel zu. Kannst du. Nee, aber wir wissen ja schon, dass es unten im, gibt, unten im Lager... Gekauft. Im Lager, da gibt es doch mit Sicherheit ein Fotoapparat. Naja. So, glaub, warte, das ist der gute Moment. Haben wir wahrscheinlich nicht. Wo du dich umguckst und denkst, puh, der Wald schon so ein bisschen komisch, verdorrt ja überall irgendwie diese Früchte. Ihr habt keine Ahnung, wo ihr seid. Oh. Und in dem Moment aber hört man irgendwie, jetzt hoffen wir, dass sie nächstes Mal dabei ist, Äste knacken und hier, na. Ace springt auf die Lichtung. Die wollte irgendwie noch nach Einheimischen im Urwald suchen. Ich hab Schüsse gehört! Und